Hallo. Na, ihr kleinen Sahneschnittchen. Eigentlich habe ich sonst immer direkt einen Einfall, aber jetzt hatte ich keinen Einfall. Hallo. Ei! Hallo! Bo. Hi! Na, ihr? Na, alles gut bei euch? Ah! Sind das noch drunk? Nee, eigentlich nicht. Also, glaube ich. Würde ich jetzt nicht sagen. Hallo hier. Hi. Na, alles gut bei euch? Alles gut. Oh Mann, ich freue mich, euch zu sehen. Oh. Ein großer Sub. Giga-Sub. Miles. Oh. Vielen lieben Dank. Dankeschön für wunderschönige, fantastolöse 18 Monate. Dankeschön. Auf Tier 3 auch noch. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin nicht verkatzelt gewesen heute Morgen. Eigentlich überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt gestern Abend schon wieder fit, also nach dem Stream, so 3 Stunden nach dem Stream oder so, habe ich mich schon wieder richtig fit gefühlt. Ah. Jetzt, wo wir hier sind, geht's uns bestimmt toll. Na, no. Ach Mensch, Leute. Ah. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich bin ein bisschen müde, weil ich habe heute nicht viel geschlafen. Ich habe vergessen, dass wir verabredet waren heute Morgen. Dementsprechend bin ich wieder erst um 5 Uhr schlafen gegangen und schon wieder. Das habe ich nämlich auch gestern, also den Tag davor schon gemacht. Oh. Und dementsprechend wieder früh aufgestanden und habe keinen Schlaf gekriegt. Ja, deswegen bin ich ein bisschen müde. Wir gucken mal, wie gut ich heute spiele, wenn ich so müde bin. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich bin gegen Alkohol immun. Nö, das nicht. Also das wäre schön, aber ist... nee. Aber die Sache ist, ich habe halt viel Wasser dazu getrunken gestern und... Weiß ich nicht. Ich glaube einfach, dass, was ich, den Trunk, den ich dort hatte, der war tatsächlich qualitativ relativ hochwertig. Und ich habe die Weine an sich ja jetzt nicht viel gemixt und die waren ja auch nicht mega süß. Von dem Kirschwein-Dings da, Kirschapfelsaft und so, habe ich ja nicht viel getrunken, ehrlich gesagt. Deswegen, ja. Das Wasser ist einfach Value, ja. Nee, das Wasser ist schon mega, mega wichtig. Alter, Bastino! Danke für dein Subgift. Dankeschön. Ah, ich habe schlau getrunken, ja. Ich habe einfach Schmort getrunken. Wie ist das Wohlbefinden? Na, mir geht's gut. Ich bin müde, ein bisschen. Also ich bin jetzt gerade nicht so, oh, ich bin gleich weg, Leute. Aber so, also allgemein bin ich heute konzentrationsmäßig nicht ganz auf der Höhe. Hä? 24-Stunden-Stream habe ich gehört? Wieso? Wie kommst du darauf? Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Körper sagt, geh schlafen und nicht, bleibe bitte noch länger auf. Na, wie ist es, nüchtern zu sein? Normal. Irgendwie so, bah, es ist so normal. Nee, der Stream gestern, actually, der war wirklich heftig für mich zu verarbeiten. Also nicht nur, weil ich sowieso irgendwann Probleme hatte, Dinge zu verarbeiten, das meine ich jetzt nicht. Nee, sondern so generell, wie viele Leute da waren, wie viel im Chat abgegangen ist, ja, auch wie viel Geld reingekommen ist. Ich glaube nicht, dass ich das bis jetzt... Also ich musste das echt richtig krass verarbeiten. Ich glaube nicht mehr, dass ich es bis jetzt verarbeitet habe. Das ist traumatisierend. Nee, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist echt, schwierig. Schwierig ist, glaube ich, ein gutes Wort. Count heute Souls, yes. Yes. Hey, wait. Gestern war ich geil auf. Anuras. Danke für die 100 Bits. Hallo. So, Leute, wir wechseln mal auf den Just Chatting Screen. Hi! Hi! Hallo? Na? Hallo?
Moin, moin, hallo Havok! Ah! Ah, hallo Havok! Wie geht's dir? Steve! Ja, mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde. Hallo Steve, ne? Ich wollte eigentlich heute endlich mal das Feedback schreiben. Aber das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Der Tag war so schnell vorbei. Bis jetzt. Oh. Das mit Goat Simulator war lustig. Ich erinnere mich nur noch an die Hälfte. Das muss sehr gut gewesen sein. Viel Spaß an Wursti schon mal, der das dann schneidet. dachte ich mir nach dem Drunk-Stream, dass du dich ein bisschen auskurieren musst. Ah nein, mir ging es eigentlich voll gut heute. Ich habe nicht viel geschlafen und... naja. Bei mir geht das Tracking auf VC-Face nicht. Also ich brauche mehr Infos, um dir helfen zu können, Darian. Ein Bug ist es wahrscheinlich nicht, weil das würde dir angezeigt werden. Hallo an alle, die dazukommen. Hi! Schön, euch zu sehen. Willkommen zu diesem Samstagstream. Wir werden heute... Streamplan. Dark Souls spielen. Also wie gesagt, ich habe das durch gestern schon erwähnt. Tom meinte, wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. In Dark Souls. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel heute durchspielen. I guess. Müssen wir mal gucken. Ich weiß leider nicht, was kommt. Alleine wegen DLC. Ja, Tom meinte, er selbst würde die DLC-Sachen nicht machen. Und er hat auch gesagt, als er es durchgespielt hat, damals mit You, hat er auch die DLC-Sachen nicht gemacht. Ja. Duxvox, hi! So, okay Leute, dann wisst ihr Bescheid, was es heute gibt. Ich bin heute wirklich ein bisschen slow. Ich habe sehr wenig geschlafen die letzten zwei Tage. Das macht sich jetzt ein bisschen bemerkbar. Heute gibt es Dark Souls. Wir gucken mal, wie lange noch, ne? Steve hat gerade gemeint. Mit DLC-Stuff ist noch ein bisschen, aber ich rede jetzt von dem Hauptstuff, nicht dem DLC-Stuff. Und da müssen wir mal gucken, wie viel da noch übrig ist. Dark Souls die DLCs auslassen, dann verpasst man aber was. Ist das so? Weiß ich nicht, wir gucken mal, wie viel Bock ich auch noch hab und so. Wow, du hast deine Ladung Jojo's getankt, hallo Nego! Nego, wie lief denn die Zweitimpfung jetzt? War eigentlich alles gut? Du meinst ein bisschen Kopfweh oder so, ne? Kopfweh ist voll fein. Ich hoffe, bei meiner Zweitimpfung habe ich auch nur Kopfweh oder so. Yeah. Oh Mann, hallo Leute. Hi ihr alle. Gerade einen Schluck Gewässer getrunken. Dein Charakter bewegt sich von alleine. Der bewegt sich von alleine. Dann ist vielleicht deine Kamera... Hast du die falsche Kamera ausgewählt? Oder so? Kann ich deine Kamera nicht richtig sehen? Nach meiner Zweitimpfung letzte Woche habe ich 3 Stunden geschlafen. Damit kann ich auch leben. Also wenn ich geimpft werde und dann erstmal schlafen muss, ist voll fein, glaube ich. Ich hatte heute Morgen übel Kopfschmerzen, deshalb ich mich krank geschrieben habe. Okay, ist ja auch fein. Ist ja okay. Aber Kopfschmerzen sind, glaube ich, in Ordnung. Das ist, glaube ich, besser als mit hohem Fieber eine Woche lang im Bett zu liegen. Es geht ihm also gut. Ach, hab Bock. Boah, Alter, was ist denn dieses Mimi Angry? Das sieht ja voll krass aus. Nayami, Alter, wie sie reingehauen hat. What? Alter, ganz ehrlich, ne? Sollte ich nochmal irgendwie mehr Emotes wollen oder brauchen oder was weiß ich, werde ich auf jeden Fall Nayami fragen, ob sie die zeichnen will. Ich habe ja jetzt immer noch die einen in Auftrag. Ich weiß halt nicht, wann die gemacht werden. Aber, puh. Puh.
Bin heute das erste Mal dabei. Wow, Vale Quelly, Valley Quelly. So. Hallo, freut mich. Mimis neue Emotes sind großartig. Jo. Nayami hat sie auch allgemein, ich liebe auch Nayamis Emotes. Ich glaube, Nayami Emotes sind die einzigen, die ich so sonst noch benutze. Ich bin da sehr, sehr wählerisch. Nayami Emotes finde ich aber großartig. Oh, stimmt. Tom hat ja jetzt auch neue Emotes und so. Ah. Toms Emotes sind auch sehr gut. Ich konnte leider gestern nicht dabei sein. No! Gestern waren wirklich... Oh, but, oh. Ja! Ja! Dankeschön für das Pat-Pat. Dankeschön. Gestern war ein wirklich, wirklich sehr, sehr schneißiger, nicer Stream. Es war wirklich cool. Also wie gesagt, ich habe immer noch nicht alles verarbeitet. Es war so viel. Es war so viel. Oh. Walle, Qualle. Oh. Oh. Deswegen, ja, das YT steht mal wieder für YouTube. Warum machen sich Leute eigentlich... Machen sich Leute YT, also ne, YouTube... hinten an den Namen dran, weil der Name vergeben ist? Oder machen sie das... Also warum macht man sowas? Ich kenne das nur mit meinen Xen. Mein eigener Channel war ja auch mit schön vielen Xen geschmückt. Dass man so viele Xe vor und nach den Namen gepackt hat, bis es passt. Ja. Oh, Wolf Deluxe! Sub! Ja! Vielen lieben Dank für dein Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Leute, ne? Ihr seht das da oben links, also da, wo mein Gesicht auch gerade hinguckt, meine Nase, wo die hin zeigt in die Richtung. Da sind wir jetzt bei fast 2200 Abonnenten, aber vor allem auch fast 2400 Subpoints von 3000. Holy fuck. Nee, hatte Ginger LPX? Ich glaube nicht. Bei mir war das, genau, waren das die 4XXXX Anime TV XXXX. Das waren 4Xe. Bei meinem Namen. Wie die man. Mittlerweile mag ich einfach nur, wie die Null aussieht. Oh. In Null ist sie da. Sieht da tatsächlich schön aus. Das stimmt. Ah! Warum denn? Kiki, danke für ein Subgift. Danke. Es geht weiter mit dem Ballern, bitte nicht. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig mit allem. Please no, das war gestern schon viel zu viel für mich. Alter, warum denn 10.000 Bits? Was ist denn falsch mit dir? Kumodi, danke für dein Sub. Auch dir willkommen bei den Ginger Ninjas. Und Anura ist jetzt auch nochmal Hype Train. Let's go. Ja toll, danke, danke. Manuel! Danke auch dir für deinen Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Oh my fucking God. Willkommen bei den Ginger Ninja. Easy Modus. Easy Modus! Alter, da hat jemand einen Modus im Namen. Easy Modus! Wo ist mein Modus-Emote? Der Moment, weil man es selbst nicht mehr findet. Easy Modus. Ah. Fucking hell. Oh mein Gott. Was passiert denn jetzt gerade? Kashiwa. Danke auch dir für dein Subgift. Kiki auch nochmal. Leute, hört doch please. Bitte hört doch auf. Ich bin gestern noch so kaputt. Ich schmeiß mir jetzt eine Pille wegen euch rein. Manchmal fällt man in die Abo-Falle. Manchmal fällt man die ja. Jetzt, wo die Abos ja günstiger sind, kann man ja reinballern, ne? Oh Gott, oh Gott. Oh, oh nee, Kazuya, bitte baller keine Bits am Handy. Anuras, was? Sag mal! Dankeschön für 5 Monate und dann den Tier 2 Resub. Oh. Dankeschön, Dankeschön. Oh. Hä? Hype Train 100%, aber will nicht auf Level 3. Ich glaube, das muss über 100%, oder? Nee. Hype Train ist kaputt. Schön die Droge nehmen. Ja, Drogen nehmen ist immer gut.
Deswegen zwinker ich jetzt auch Kelrox an. Na du. Hallo Kelrox. Ah. Zwinkern! Yay! So, ich hoffe, dass mehr Zwinkeri du gibt's nicht. Don't do drugs. Nee, Alter, ich glaube, also das von... Die Sache ist, Leute, ne? Ich hab ja, also das waren ja jetzt 7 Flaschen Apfelsaft, ne? Auch große Flaschen, große Flaschen. Ich... Ach! Ja! Ja! Dankeschön für das Papa. Ich habe die, also so viele es gingen, haben wir in den Kühlschrank gepackt. Aber die restlichen stehen jetzt einfach in der Küche rum. Das stört mich. Wir haben nicht so viel Platz in der Küche. Und jetzt stehen da einfach noch 4 Flaschen. Nee, 3, 4 Flaschen oder so stehen einfach noch in der Küche rum. Und ich habe schon Freunde gefragt, ob sie rüberkommen wollen und das mit mir alle machen wollen oder so. Oder zumindest halt das da dezimieren wollen, weil das... Ja, einfach austrinken. Ja, so. Das ist viel zu viel. Habe ich gefragt, ob jemand irgendwie, ob wir uns treffen wollen und das dann alles austrinken wollen. Aber es will niemand. Tom ist gerade krank. Der hat Probleme mit dem Magen. Der kann auch gerade nicht. Ich muss das alles alleine vernichten. Leute, die nächsten. Alter, was? Oh, da kam ja jetzt gerade Subs. Oh, my fucking. Oh, my fucking. Oh, Anthony. Anthony. Alter. Dankeschön für fucking 5 Subs. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Du hilfst immer gerne aus. Ja, Leute, ihr sagt das jetzt so. So einfach ist das nicht. Oh Gott. Ja, wie gesagt, also Tom kann mir nicht helfen. Freunde, die in der Nähe wohnen, wollen mir nicht helfen. Meine Mods wollen auch nicht vorbeikommen und das vernichten. Aber Zugfahrt, okay, Nego, ich weiß jetzt nicht. Wie lange fährst du nochmal? Ich weiß jetzt nicht, ob du so lange Zug fahren solltest, um für mich erstmal, also hier erstmal den Wein zu vernichten. Ich glaube, die nächsten Tage werden sehr, also die Sache ist, das schmeckt ja auch nicht, wenn man die so lange offen lässt. Das wird irgendwann richtig eklig. Die nächsten Tage werden sehr experimentell oder so, I guess. Oh. Dass du den nicht kannst, Lini, du weißt es nicht, bis du es nicht probiert hast. Na, du musst jetzt... Also irgendwann muss ja auch anfangen. Oh Gott. Wir werden sehr vernebelt. Ja, ich... ja, Lini. I'm sorry. Hä, der Hype-Train ist ja wirklich kaputt, sehe ich gerade. Da wurden gerade 5 Subs gegiftet nochmal. Und der Hype-Train ist trotzdem... Ach so, das dauert ja auch immer. Die Zeit läuft ja ab, oder? Ist das nicht immer so? Oder endet der Hype-Train dann allgemein? Okay, der Hype-Train ist kaputt gewesen. Wow, dankeschön, Twitch. Wow. Weißt du, Twitch, da machst du schon diesen dummen Hype-Train da, ne? Und dann... Und dann funktioniert der nicht mal. Alter, ey. Dankeschön, Leute, aber für die Subgifts und die Bits. Dankeschön. Danke, danke, danke. Das war wirklich ein Scam-Train jetzt. Das war ja richtig lame. Anthony hat 5 Subs rausgehauen nochmal. Der ist auf 100% gewesen und der Hype-Train geht nicht weiter. Was soll denn das? Ich habe übrigens gesehen, dass da Kniebeugen waren. Diesmal habe ich sogar mitbekommen. Ja, ja. Resli! Dankeschön für 7 Monate. Dankeschön. Wow. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. We broke the Hype Train. Na, leider war das aber sehr ein sehr unspektakuläres Hype Train brechen. Ich hatte einen relativ schönen Tag. Der war sehr schnell rum. Also, ne, ist sehr schnell abends geworden. Miggy, hi. Alter, Nego, du müsstest 5 Stunden fahren. Ja, Nego, das ist doch wert, oder? Vor allem, also ich glaube, höchstens kriegt man ja so eine Flasche vielleicht noch weg.
Dann habe ich halt immer noch zwei da rumstehen. Ach du Heilige, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Bis zum Stream gestern dachte ich, das wäre eine super gute Idee, so viel Wein zu kaufen und ihn zu probieren. Und im Endeffekt steht er jetzt hier rum und stört mich einfach. Oh. Ein enttäuschender Hype-Train, ja, Anthony. Tut mir leid, aber ich bedanke mich für die Subs. Dankeschön. Das sind ja nur kleine Flaschen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind große. Ich weiß, welche ich nicht mehr kaufe. Da waren zwei Weine, die ich auch noch bestellt habe. Die habe ich aber nicht getastet. Also den Kirschwein schon, aber... Erstmal circa 120 Euro für Tickets ausgeben, um bei euch Wein zu... Ja. Die Sache ist, Nego, du wirst erstmal sagen, das ist ziemlich dumm, so viel Geld auszugeben, nur um Wein zu trinken. Dann wirst du zu uns kommen, wir werden den Wein trinken und dann wirst du sagen, das ist das Beste, was du jemals gemacht hast. Bis zum nächsten Tag, wo du wieder zurückfährst und dich ärgerst und scheiße fühlst. Oh nein. Ja, Nebo, ich weiß nicht, wenn du saure Weine magst, sind die... Das sind gute Weine gewesen, aber die waren halt überhaupt nicht meins. Mm. Nach drei Flaschen Wein ist alles eine gute Idee. Alter, drei Flaschen. Oh, okay, Strecken mache ich kurz. Strecken! Dafür extra nach Leipzig fahren? Ich weiß nicht so. Na gut, Nebo, dann halt nicht. Alter, ist das teuer, ja. Nee, das ist es nicht wert. Trinkst du auch Rotwein? Rotwein. Ich habe noch keinen Rotwein getrunken, der mir geschmeckt hat. Ich bin clean und vegetarisch, damit... Oh. Ja! Ja! Clean und vegetarisch, damit spart man sich Geld. Ist das so? Also, ich war auch 3 Jahre, habe ich vegetarisch gegessen. Also ich glaube einfach, wenn man klug einkauft, spart man sich Geld und wenn man klug haushaltet. Aber das hat jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was damit zu tun, ob du vegetarisch bist oder nicht. Ich meine, du kannst ja auch einmal die Woche oder alle 2 Wochen mal Fleisch essen, bist demnach auch kein Vegetarier. Oder halt dein Fleisch gut so bearbeiten, dass es lange haltbar ist und demnach oft essen. Und trotzdem bist du ja jetzt... Also ich glaube, das ist ein bisschen doof, die Aussage gewesen. Ja, Domme, ich weiß. Ich weiß. Das ist Qualitätswein gewesen, ne? Der ist auch wirklich, wirklich gut. Das war ein guter Wein, so, ja. Ich habe auch einen Vegetarier gegessen. Der war voll lecker. Oh mein Gott. Nein, das meine ich doch nicht. Was zur Hölle? Dado, hast du den Stream gestern gesehen oder zugehört? Also, ich glaube nicht, dass ich es gerade erwähnt habe. Hast du den Stream gestern gesehen? Ryder! Subscribe! Ja! Danke für 3 Monate. Dankeschön. So. Geld sparen? Was ist das? Ist das, wenn man nicht impulsiv Subs verschenkt? Ich dachte, du hast jetzt gesagt, wenn man impulsiv Subs verschenkt. Ja, Leute, immer schön impulsiv Subs verschenken. Damit spart ihr euer Geld. Damit tut ihr was für eure Zukunft, eure Familie und eure Haut. Subs verschenken ist auch gut für eure Haut. Solange ihr sie bei mir halt verschenkt, ne? Sonst ist es... Warum mache ich das eigentlich? Ich will eigentlich überhaupt keine Subs mehr. Aber ich finde es immer so lustig, darüber zu reden. Für meine Haut, ja, Puck! Oh nein, Anora.
schön. Danke für deine 2 Subs. Dankeschön. Dankeschön. Ah. Hä, I mean, die 800 Subs bis zum nächsten Emote sehen doch gar nicht mal so viel aus. Oh my fucking God, Wolf. Oh my fucking God. Oh nein. Ah! Dankeschön. Ah! Dankeschön für fucking 5 Subgifts. Ah! Dankeschön. Oh. Es sind 600 Subs bis zum nächsten Emote. 600 Subs bis zum nächsten Emote gerade. Oh. Das kriegen wir heute noch hin. Also wenn wir nah dran sind, verschenke ich auch selbst Subs. Vor allem sind sie jetzt günstiger, ne? Aber weil ich immer dafür bin, neue Emote-Plätze freizuschalten. Aber jetzt macht das halt noch keinen Sinn. Jetzt packe ich da noch nichts. Jetzt packe ich da nichts raus. Ach, nur 600 Rookie Number, 600 Subs. Ich, oh Leute, please. Nur noch 20 Euro für Tier 3. Puck! Du musst es heraufbeschwören. Neue Emote-Plätze sind halt nice. Plätze. Ich habe schon impulsiv 11 Subs verschenkt. Das tut mein Geldbeutel immer noch weh. Was macht ihr denn? Ah! Hä? But why? Hä? Leider konnte ich nicht die 2700 voll machen. Mich stört die krumme Zahl. Naja, jetzt ist sie wieder krumm. Was soll's? What? Ich liebe deine Streams. Ah, danke schön. Danke, danke. Leute, versucht bitte nicht, das überreizte Spendenziel irgendwie schön machen zu wollen. Alles gut, Mann. Please. Dankeschön für die Donation. Dankeschön. Hm. Ah! Ja. Yeah. Oh, gerade sitzen. Scheiße, da habe ich es mir gerade bequem gemacht. Da muss ich gerade sitzen. Hallo, Pitfinity. Heute hast du, wurdest mir auf YouTube vorgeschlagen, was ist das für ein System mit Tierdings und Donks? Mit Tierdings und Donks. die Stufe, also das sind ja Tier, bedeutet ja Stufe, ne? Ist Englisch. Stufe, Stufe. Und die erste Stufe ist halt ein Sub für 4 Euro, nee, für jetzt 3,99 €. Und das gibt mir einen Abonnentenpunkt. Und die größte Stufe, die dritte Stufe, kostet am meisten und gibt mir aber direkt 6 Abonnentenpunkte. Und die Abonnentenpunkte sind für mich, aber auch für euch vor allem nice. Weil wenn ich davon 3000 jetzt erreiche, 3000 Abonnentenpunkte, dann kriegt ihr ein Emote mehr. Dann kriegt ihr ein Emote mehr. Was für eine zukünftige Abstellkammer. Majora, mal rum. Nein. Ich mach gar nicht. Ich mach gar nicht. Mit Tierdonks. Lini, nein. 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 Alle auf Stufe 3 haben für mehr Emotes. Ja. Ja, Stufe 3 gibt halt die meisten Punkte, ne? Also sind halt auch am teuersten. Also im Prinzip ist es besser für die Sub-Points, also mehr Tier 3 Subs zu schenken, statt. Also weniger Tier 3 Subs als mehr Tier 1 Subs. Aber das macht keiner. Das ist halt voll geil, wenn du halt einfach 100 Subs oder so rausballern kannst. Das sieht halt geiler aus. Na, Nigga, ist doch alles gut. Was? Oh, Killer Sense! Danke für deinen Sub! Willkommen bei den Ginger Ninjas. So wie du mal reden. Dankeschön. Danke, danke, danke. Und der dunkle Herrscher. Dankeschön für 2 Monate. Ja! Dankeschön. Vielen lieben Dank für 2 Monate. Wow.
Was für alle Räume einzeln. Es macht halt keinen Sinn. Ich weiß ja gar nicht, wie viel das, also wie man das überhaupt berechnen sollte und so. Nee, wir lassen das. Ich will auch kein neues, also ich mache bestimmt irgendwann ein neues Donation Goal dahin, weil das kacke aussieht sonst. Aber ich muss gestehen, also jetzt so. jetzt gerade nicht. Jetzt will ich nicht. Ja, ich habe 2 Katzen, genau. So, ich lese gerade den Chat, falls ihr euch gewundert habt, warum ich so still war. Alter, Wolf, ich habe keine Ahnung. Wolf, ich habe über. Also absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Leute, ich werde übrigens bald. Ich nehme mal an, nächste Woche mich dran setzen und die Verlosungsgewinner, also die, die beim 18-Stunden-Stream dabei waren und gespendet haben. Ich glaube, die Gewinne werde ich dann. Ich habe schon ein bisschen was losgeschickt. Aber tatsächlich nur die Pakete. Und dann werde ich halt alles, was ich per Brief verschicken kann, verschicken. Das sind Mauspads, Notizblöcke, Postkärtchen und na, ihr wisst schon. Was waren das noch? Die 3 Sachen, glaube ich nur. Die 3 Sachen. Genau, und die werde ich verschicken dann. So, jetzt ist es schöner. Hä? What? 7, 8, 9. Ja, okay, ich sehe schon, es geht wieder los wie gestern. Dankeschön, Bakasiro. Dankeschön. Ginger in jedem Stream, ich werde die Gewinne losschicken. Ja, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich schicke die halt dann auch wirklich los, wenn ich das sage. Ich schicke halt dauernd irgendwas los. Deswegen, ich habe halt immer so viele Dinge, die ich losschicken muss. Ich habe halt letztens, als ich gesagt habe, ich schicke den Shit los, habe ich halt auch die, das Nichts losgeschickt. Von der Verlosung. Ein Donation Goal für neues flüssiges Twitch Money. Alter, das flüssige Twitch Money hat scheiße geschmeckt. Lieber nicht. Fanpost kann man mir nicht schicken. Irgendwann, also ich denke, das wäre halt logisch, erst zu machen, wenn ich auch umgezogen bin, damit ich halt weiß, wo ich dann überhaupt wohne und so. Aber dann würde ich bestimmt meinen, wie heißt das nochmal? Alter, ich habe gerade Wortfindungsstörungen. Ein Postfach machen, wo ihr dann Fanpost gerne hinschicken könnt. Ich hätte auch eigentlich voll Bock, wenn da halt wirklich viel ankommt oder so. Oder halt, na, je nachdem, was da ankommt, so, dass wir dann so Streams machen, wo ich ab und zu mal quasi so ein Unboxing mache von der Fanpost, Fanpost von euch. Vito, gestern war der Drunk-Stream. Ja, wieso? Was ist denn los? Ich sehe manchmal Leute auf irgendwas antworten im Chat und will dann lesen, was passiert ist, aber ich finde das nicht. Oh Gott, warum kommen denn gerade so viele Follows rein? Holy fuck. Beste war die Embolie. Ja, yep, die Embolie, die Spinat-Embolie war die beste. Ha, ich finde die Nachricht nicht. Oh Mann. Wow. Ja, Unterhaltungen im Chat sind immer verwirrend. Ich will dann immer so hochscrollen und dann der Chat, wenn ihr neue Dinge schreibt, dann scrollt der Chat bei mir mit und dann sehe ich die Nachrichten nicht mehr. Scheiße. Ja, ich habe bei Freakso mitgesprochen. Ich unterhalte mich auch öfter mit Freakso. Freakso hat mir seine Hilfe auch für meinen ersten Original Song angeboten und so. Also, ja, wir quatschen manchmal und ich habe bei ein paar Dubs bei ihm von ihm mitgemacht.
Vielleicht machen wir irgendwann auch noch mal so richtig was zusammen. Was passiert denn jetzt? Ich will doch nur den Chat lesen. Ah! Verbote! Danke für 9,11 Euro. Dankeschön. Und Black Shiki, was? Super hyper! Dankeschön für 10 Monate. Vielen, vielen Dank. Ah! Oh Mann. Und dann hat Fafafe ja nochmal für was? Da hat er ja nochmal 15 Euro. Warum? Hier, Dance! Ich bin am Tanzen, Ja, war das gut? Mein Wasser. Dankeschön. Immer diese Angst inzwischen, dass eine Botwelle kommt. Ja, ich denke auch mal so, warum kommen so viele Follows rein? Ist das ein Bot? Das ist richtig schlimm. I like to move it, move it. Monka DMCA. Boah, Leute, ne? Ich habe ja am Anfang des letzten Streams Never Gonna Give You Up gesungen am Anfang. Und ein bisschen die Instrumente laufen lassen. Ratet mal, welcher Stream im Nachhinein, die werden ja im Nachhinein geprüft nach Urheberrechtsansprüchen. Der hat keine. Rate mal, welcher Stream einfach keinen Claim gekriegt hat. Der! Oh, ich hänge. Okay, läuft es wieder? Sorry, mein Gesicht ist wieder... Ich bin noch nicht auf der Höhe von gestern. Nee, der Stream hat einfach keinen Claim gekriegt. Keinen Claim! Okay, ich bin tot. Ich muss, glaube ich, einmal ganz kurz... Ich muss, glaube ich, einmal ganz kurz meine Technik hier überprüfen. Was ist denn los? Warum passiert denn das so oft? Ich hasse es. Doch nicht nüchtern. Ja, wahrscheinlich doch nicht. So. Ich mache mal hier alles nochmal neu. Och, was ist denn dit? Ich wüsste gern, woran das liegt. Wie ein Boxenstopp bei der Formel 1 ist. Das mag sein. Ach, das ist... im Stream ist es tatsächlich so, weil du kannst ja, hast ja jetzt nicht lange Zeit, um dir den Shit anzugucken. Das kann man nur nach dem Stream wenn dann machen. Ist deswegen immer ein bisschen problematisch. Oh, ich mag die Musik. Immer wenn Ginger was streamt, geht was kaputt. Das stimmt überhaupt nicht. Aber meine Technik funktioniert eigentlich, hat jetzt Ausfälle fast jeden Stream bisher. Sehr weird. Vielleicht muss ich das hier mal hochstellen oder so. Moment. Ich muss das hier einfach hoch. So. Okay, Leute, ich probiere es jetzt. Ich glaube, ich glaube, es funktioniert wieder. Ich bin wieder back. Back in the business. Back in the... Okay, hi. Hi! Jetzt bin ich wieder da. So. Ich wurde vorhin gefragt, ob ich die Dokumi verfolgt habe. Ich habe in den Livestream reingeguckt, genau dann, als Kiara gerade ihren Karaoke-Auftritt hatte. Ihren Auftritt quasi. Aber ansonsten habe ich nicht viel das verfolgt. Ich war sehr beschäftigt heute mit... Stuf. Manis! Aufs Nüchtern sein! Wait, das macht keinen Sinn. Ah! Ja, dankeschön für das Pat-Pat. Danke für die 5 Euro. So, darauf schlucke ich jetzt auch erstmal einen Schluck Wasser. Mm-hmm. Aber es gibt jemand, der hat auf der Dokumi mein Kissen gesehen. Ich bin ein Chicken. Wie machen Chicken? Nee. Wie klingt ein Huhn? Ja,
Ja, ich bin einfach die Tante. Brim, bam, bam. Nächste Transform in ein Hühnchen. Okay, jetzt kommt halt jemand in den Stream und denkt sich so. Ja! Ich glaube nicht, dass das ist, was die Leute denken. Wow. Warum, Nayami? Warum? Wieso tust du dies? Wieso? Nayami! Ist das ein neues Emote oder wie ist das? Das ist ja mega! Oh nein! Not like Raid, no! Raido! Dankeschön! Ah, wir feiern deine Nüchternheit. Wow, ja, endlich wieder nüchtern! Rave Party! Bum, 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 bum. Nein, was? Sorry. Tut mir leid. Da hab ich ein bisschen. Auf jeden Fall! Ja, danke für den Raid! Danke für den Raid! Nayami, wir haben gesagt, dass du die Mimi-Emotes auch so toll gemacht hast. Sollte ich jemals doch nochmal neue Emotes haben wollen, würde ich, glaube ich, einfach dich fragen. Heißt zwar jetzt nicht, dass du das annehmen musst, aber ich würde dich fragen. Da kannst du nichts gegen machen, gegen meine Frage. Oh nein. Kiki, was wir haben... Dankeschön für dein Subgift. Danke. Silly Chaos! Danke für 6 Monate, für dein halbes Jahr. Dankeschön. Und Nayami! Danke für 10 Monate. Dankeschön, dass du mich überhaupt subst, ey. Dankeschön. Aha. Gib ihm! Warte, gib ihm? Warte mal, heißt das jetzt, ich soll dir geben? Was soll ich dir geben? Soll ich dir jetzt was schreiben? Ach, kurz wieder ein Schluckchen Wasser. Google bei Gronkh, dann weißt du warum. Was passiert denn hier, Havok? Was ist denn los? Was ist denn los? Es war genau abgepasst, ja. Was immer du willst. Okay, ich merke mir das. Nayami. Was habt ihr Schönes gemacht? Ah. Habt ihr das Emote auch gezeichnet im Stream, oder? Ich weiß nämlich gar nicht, was ihr gemacht habt, tatsächlich. Ich war heute gar nicht richtig auf Twitch. Ich war nur einmal kurz bei dem Dokumi-Dings da, wie gesagt. Aber sonst... Wie kommt ihr denn jetzt auf Gronkh? Ich verstehe das gerade gar nicht. Und Japanisch gelernt. Die guten Japanisch-Lern-Streams. Ichi, ni, san, chi. Oh Mann. Machst du mal Ei? Also ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, einen Stream zu machen, wo ich ein Ei mache. Oder willst du einen Stream sehen, wo ich ein Ei lege? Denn ich muss dich enttäuschen. Ich bin kein eilegendes Lebewesen. Tut mir leid. Ich kann keine Eier legen. Wie random. Wäre das nicht richtig lustig, wenn du einfach so ein... wenn du einfach so ein Stream hast, wo jemand dann versucht, so 2 Stunden lang ein Ei raus... Oh Gott, nein. Please, no. No. Das wäre voll lustig. Oh mein Gott. Tut mir leid, aber ich bin nicht so... ja, ich bin nicht so einer. Eine. Ich nein, ich... Ich bin kein Lebewesen, das das kann, okay? Pusche Luffy! Dankeschön. Dankeschön, das freut mich, wenn dir meine Streams gefallen. Was, du legst überhaupt keine Eier? Nein, ich lege überhaupt keine Eier. Leider nicht. Ja.
Ginger, die haben auf der Dokumi, an dem Daki stand, dein Daki ausgestellt. Das stimmt, wie ich gesagt habe. Ja! Ja! Dankeschön für das Pat-Pat. Dankeschön. Nee, ich habe ja gesagt, Daki Makura GmbH, mit denen ich auch zusammenarbeite, der Daki Makura Shop hat auf der Dokumi auch mein Daki. Also deswegen habe ich ja gesagt, Leute, wenn ihr auf der Dokumi seid und Bock habt, mein Daki Makura in echt mal zu sehen, also gedruckt mal zu sehen und anzufassen und zu knuddeln, könnt ihr das da auch kaufen. Ich glaube, der hat auch die Autogrammkarten mit und so. Gibt's das auch auf der nächsten Dokumi? Da ist noch nichts geplant. Das müsste man ja planen und so. Wir haben ja Verträge und so und Stuff ausgehandelt und so. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ja, Majora, ich weiß auch. Deswegen eigentlich ist es irgendwie... Ich glaube, ich seh das in derselben Sparte wie Feed. Eierlegen und Feed. Also das sind schon komische Fetische so an sich. Aber die VTuber-Community hat mich einfach verharmlost, was das angeht. Die hat mich einfach... Ich weiß nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hm. Na, Timo. Ein Freund hat es gekauft und flext jetzt? Jetzt ernsthaft? Alter, Leute, wie viele Leute haben mein fucking Daki denn gekauft? Oh mein Gott, dankeschön. Ich frage mich eigentlich, ob da auch Leute meinen Daki kaufen, ohne mich zu kennen. Das wäre voll krass. Weil ich weiß halt auch manchmal, dass man einfach so einen Charakter cool findet oder so und das dann einfach kauft, aber auch gar nicht weiß, also was das jetzt eigentlich ist, ne? Mm. Magst du Konosuba? Yes. Finde ich gut. Abgestumpft! Ja, Wack! Das Wort war abgestumpft, was ich gesucht habe. Dein Daki Makura war heiß begehrt auf der Dokumi. Als ob! Als ob jetzt echt? Hä? Als ob? No. Ich möchte auch ein Ginger Daki Makura. Leute, ihr könnt es noch kaufen. Der Shop ist noch da. Es geht um die Umstellung auf die 3,99 bei Twitch und Gronkh hat jetzt ausgerechnet, wie viel jetzt wegfällt. Das habe ich gesehen, das stimmt. Das Problem sind die Kommentare, die gesagt haben, dass sich die Streamer noch anstellen sollen und sich einen richtigen Job suchen sollen. Warte, was? Vielen sagen auch zu Gronkh, dass er kleinen Kindern das Geld aus der Tasche zieht mit seinem Stream, mit seinen Streams. Aber das hat jetzt nichts mit der Preispolitik zu tun. Das ist einfach nur so eine alte Haltung, die manche Leute haben, die sie dann wieder aufgreifen, weil sie denken, ja, das hat jetzt halt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich kack das hier trotzdem mal drunter. What the fuck? Was machst du aktuell? Also studierst du oder so? Ich bin Vollzeit selbstständig mit Twitch, YouTube, ja, im Prinzip auch mit meinem Patreon und Spotify und Co. Mit meiner Stimme, meinem Gesang und meiner Unterhaltung. Der Preis vom Daki Makura ist legendär. Ich finde gut, wie ihn den alle mögt. Den Preis. Hä? Jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, hat über kurz oder lang gesagt, hast du das Ginger Daki Makura gesehen? Alter, Leute, das nächste Mal frage ich einfach, ob hier irgendjemand für mich, also das will ich nicht selbst machen, sonst sehe ich von der Messe nichts. Ob jemand für mich einen Stand macht, wo er meinen Merch verkauft. Ja, dann kann man da Ginger Merch kaufen. Ist das so krass, als ob so viele auf der Dokumi irgendwie über meinen Merch gesprochen haben. Holy fuck. What? Also ich habe ja nicht mein Merch, nur das Daki. Nur das Daki war da. Fucking hell. Das freut mich voll irgendwie. Oh Mann. Ich mach das. Nee, ich müsste mal gucken. Der Ginger Merch. Merch. Oh, ich müsste echt, wenn ich jetzt bald mal Zeit habe, mich damit auseinandersetzen. Damit ich noch rechtzeitig schaffe, vielleicht mein erstes Merch dieses Jahr zu veröffentlichen. Muss man Dokumi kennen? Nicht unbedingt, wenn du nicht so für
dich nicht so für japanische Kultur, japanische Artists oder halt Anime und Manga interessierst. Cosplay und so. So, Billy Grape! Ah, danke für den Sub! Und willkommen bei den Ginger Ninjas. Ich hab's gesehen. Ich habe den Sub vernommen. Was soll es für Merch werden? Das siehst du dann, wenn es fertig ist. Über einen Snapback? Ist das ein... Was ist eine Snapback? Ich bin zu alt. Ach, so eine Kappe. So eine Mütze. Da müsste ich überlegen, was ich da drauf mache. Oh, ich habe ein paar Ideen. Aber was Simples würde ich dann nur machen. Falls es überhaupt geht. Mein armes Geld. Ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Also ich habe ja auch noch... Also sagen wir es mal so, jetzt mit dem Dakimakura-Ding bin ich überrascht. Aber ich habe bis zu dem Dakimakura-Ding irgendwie geglaubt oder nicht glauben wollen, dass es wirklich so viele Menschen geben könnte, die fucking Merch oder sowas von mir kaufen wollen würden überhaupt. Und ich glaube halt irgendwie auch trotzdem immer noch nicht, dass ich da groß Gewinn mache mit dem Merch. Ich weiß nicht warum, aber jetzt das mit dem, die Sache ist halt, dass Dakimakura zeigt gerade, wie sehr ihr einfach reinhaut, wie viele Leute das Ding schon gekauft haben. Also ich weiß, es sind über 20 Leute, ich nehme mal an, jetzt vielleicht 25 Leute oder so. Also, der Betreiber der Seite und ich haben so mit insgesamt 10 Verkäufen gerechnet. Und es sind jetzt einfach schon über 20. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele für das Darky interessieren. Ello, danke schön, Ello, für 4 Monate. Danke für deinen Resub. Ja, ja. Dankeschön. Havoc Ginger War Plush wird es aber nie geben. Wird es nie geben. Das wäre, glaube ich, das wäre wirklich ein reines Verlustgeschäft für mich. Allgemein die, also sollte ich einen Plüschi machen, wird das nur sehr limitiert wahrscheinlich erhältlich sein. Timonu, mach das nicht. Das ist, also, Anoras, der Unterschied, also es ist, finde ich, es gibt einen Unterschied zwischen, ja, ich mag den Streamer und unterstütze den und ja, ich will seinen belanglosen Stuff mehr oder weniger bei mir zu Hause rumfliegen haben und kaufe mir deswegen irgendeinen Shit. Deswegen weiß ich nicht. Ich sammle Plüschis, oh! Oh, dann hoffe ich, dass das Plüschi gut wird. Den belanglosen Stuff will ich haben, aber dich unterstützen? Nö. Nö, das will ich nicht. Ein Ginger-Kissen. Ist ein Ginger-Plüschi nicht ein Kissen irgendwie auch? Achso, und meinst noch ein Darky? Ja, noch ein Darky. Also das alte Darky-Design wird man dann auch kaufen können weiterhin. Wahrscheinlich. Bis es sich halt nicht mehr lohnt, sagen wir es mal so. Bis Leute das nicht mehr kaufen wollen. Und ansonsten werden wir auch noch ein neues Dakimakura anbieten. Mir fehlte das Geld, aber als du es angekündigt hast, konnte ich es nicht widerstehen, weil du die einzige Streamerin bist, die ich momentan verfolge und ich deine Streams einfach liebe. Oh. Ach Mann. Dankeschön. Dankeschön. Hat Nexus mal mit dir gesprochen? Die wollte auch ein Dakimakura rausbringen. Jeder hat ihr gesagt, sprich mit Ginger. Ja, was soll ich denn sagen? Also ich wurde jetzt auch schon von jemandem gefragt, aber nicht von Nexus, glaube ich.
wie das ist mit dem Dakimakura, aber muss man gucken, ne? Also, was passiert denn jetzt? Erstmal Martin the Dan. Dankeschön für 3 Monate, danke für dein Resub. Oh. Ja, und Niklas, dankeschön für 13 Monate. Oh, dein Papa. Was für ein Riesengrundstück ist das? War gar nicht groß. Hat aber trotzdem bei denen so viel gekostet. So, da. Eigentlich ist es sehr klein. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist kein Riesenhaus dann. Eigentumswohnung. Oh, ich muss gestehen, ne? Irgendwie... Eigentumswohnung, finde ich. Eine Million für ein Grundstück. Ja, das hat gerade einer geschrieben.
Was ich sehr krass fände oder finde. Wow, Alter, Mr. Fluffy Bunny. Holy fuck. Holy fuck. So. Lein Skarados. Dankeschön für 5 Monate. Dankeschön. Und, Alter, Gnadentod. Gnadentod, danke für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Ach. Dankeschön. Je nach Lage und allem können sich Immobilienpreise sehr unterscheiden. Ja, natürlich. Ach, da müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre. Ich werde noch ein paar Jahre sparen müssen. wenn überhaupt. Oh Leute, ich bräuchte mal. Wo ist denn. Wo habe ich meinen Stuff denn hingepackt, Leute? Alles eure Schuld, dass ich irgendwelche Dinge verlege. Als ob, ich habe doch hier gar nicht so viel. Was ist das denn hier? Was? Okay, Leute, ich habe eigentlich. Ich habe halt ganz brüchige Lippen und wollte eigentlich meinen Lippenbalsam suchen, aber ich finde es nicht mehr. Es ist weg. Oh, hier ist es. Ich hab's jetzt. Wieder mal schön entspannt heute. Alter, Dark Alucard. Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Ich wollte eigentlich jetzt gleich anfangen und Kniebeugen machen und damit mit Dark Souls anfangen. Ich bin heute richtig slow, sorry. Ich bin heute richtig langsam und wir quatschen immer noch. Dankeschön. Danke, Alter. Mann, Dankeschön für 12,52 €. Dankeschön. Ach so, ich sehe für 69,69 €. Ah, okay, na gut. Ja! danke für das Papad und Johnny. Danke für dein Sub. Vielen lieben Dank. Leute, wir haben jetzt genau 2403 Sub-Points. Krasser Scheiß. So viel hatten wir schon lange nicht mehr. Danke, Kashiwa. Dankeschön auch, dass du reingeschaut hast. Wann streamt Tom mal wieder? Ja, der streamt jede Woche 1 bis 3 Mal, glaube ich. Die Sache ist, Tom ist gerade ein bisschen krank. Der hat Probleme mit dem Magen. Warte, was ist los? Leider sind alleine nur die Grundstückspreise in Deutschland sehr hoch. Ich werde mal gucken. Vielleicht ergibt sich ja auch gar nichts. Aber ich werde jetzt erstmal sparen und gucken, wo es, Tom und ich, wir gucken, wo es uns so hinführt. Ich habe was von Kniebeugen gehört, yes. Ich weiß, ich komme gerade nicht dazu. Gute Besserung, richte ich ihm aus. Er ist gerade halt auf Arbeit, aber... Die Sache ist, der war beim Arzt und hat, der Arzt hat auch gesagt, ja... Also eigentlich ist das ja nicht so schön, ne? Soll ich sie krank schreiben lassen? Und Tom natürlich, so ehrenvoll wie er ist, nein, ach was, so schlimm ist ja nicht. Ich muss mich ja nicht krank schreiben lassen. Und dann kurz bevor er zur Arbeit musste, oh, Ginger, also irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Ich so, warum bist du nicht einfach, warum hast du dich krank schreiben lassen? Naja, jetzt arbeitet der Dude halt trotzdem. Ach Mann, ey. Kase, ja. Ich gehe auch immer arbeiten, erst wenn ich halb sterbe. Eigentlich fühle ich das, aber ganz ehrlich, wenn halt schon der Arzt sagt, hier, ich kann sie krank schreiben lassen, dann nehme ich das doch, Mann. Oh Mann, ey. Genauso Workaholic wie seine Freundin. Eigentlich, ich glaube nicht, aber ich glaube, er hat einfach nur, wollte einfach nur stark sein. Nein, mir hat er gesagt, dass es dann noch nicht schlimm war. Ausreden. Mm.
mein Lieblings-Zelda-Game ist Twilight Princess. Twilight Princess. Twilight Princess. Rapp, ist es sehr spaßig, Streamerin zu sein? Das kommt, glaube ich, drauf an. Das ist genauso wie, ob du fragst, ob es Spaß macht, Fußball zu spielen. Mich kannst du damit jagen. Ich werde niemals Spaß haben, Fußball zu spielen. Ich hasse Fußball spielen. Zugucken ist auch nicht meins, mache ich aber lieber, als selbst zu spielen. Ich kenne aber viele, die spielen sehr gerne Fußball. Ich kenne Leute, die lieben Fußball spielen. Deswegen weiß ich nicht, wie ich darauf antworten soll. Mir macht Streamen sehr viel Spaß. Es gibt aber bestimmt auch ganz viele Leute, die das überhaupt nicht mögen. Oder stressig finden oder was weiß ich, aus welchen Gründen es nicht mögen. Ne? So, schlucken! Schlucken! Da machen wir jetzt noch Kniebeugen oder geht's gleich mal los? Wow! Ah! Ich spiele das gerne für 5 Minuten, dann will ich mich wieder setzen. Und dann so, oh, so kaputt. The Dark Flamebreaker, danke für 55 Bits, dankeschön. Dankeschön. Ginger Derp ist ein sehr beliebtes Emote. Ginger Derp mögen viele. So, okay Leute, Kniebeugenzeit! Yeah! So Leute, wir machen jetzt mal wunderschönige Kniebeugen, würde ich sagen. Oh. So, ab jetzt halt ohne Griff. Aber... Oh, erstmal strecken. Oh. Screenshotten? Gerne. Ist in Ordnung. Kannst du machen. Was läuft denn jetzt? Achso, das läuft weiter. Ich dachte schon. Ist gut, Alter. Ja, das Girl ist auch toll, aber das ist nicht so gut für mich. für meine Atmung ist es nicht so gut. Oh, schön, ey. Dark General! Dankeschön. Danke, 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 Alter. Für die 5 Subs gibt's alle. Aber woher kommt denn das? Warum? Hab ich so gut Kniebeugen gemacht? Waren meine Kniebeugen so gut? Oh, ich habe überall Kabel, Mann. Das regt mich auf. Och, meine Güte. Angestrengtes Girl, wie immer. So. Oh, jetzt schwitze ich. Für diese kleine Bewegung fange ich an zu schwitzen wie ein Warzenball. Danke. Ich bin verkabelt. Wir sind überall Kabel. Hey, wo ist denn jetzt mein Controller? Oh, hier ist mein Controller. Immer suche ich meinen Controller und dann liegt er direkt vor meiner Nase. Danke, Lukas. Oh. Oh Mann, ey. Danke dir. Danke auch nochmal für ein Subgift. Dankeschön. Erst ein Video von Cooking Simulator gesehen auf YouTube. Mehr davon. Das war ja ein Video, wo ich ein kleines bisschen, nicht betrunken, aber nur, also vielleicht ein bisschen, bestimmt gibt es sowas auch nochmal in der Art. Es werden auf jeden Fall ein paar Highlight-Videos von dem Stream gestern hochgeladen. Greg Mars, das freut mich aber, dass du hier, Scheiße, dass du hierher gefunden hast, wollte ich sagen, Alter. So viele Kabel, Alter, das regt mich auf. So. Das regt mich auf. Cool, 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 cool. Okay. Hm. Hat ganz schön gekracht im Hintergrund. Ja, meine Knochen, die sind nicht mehr die jüngsten. Meine Knochen sind nicht mehr die jüngsten, das ist okay.
So, und jetzt kommen wieder so viele Follows dazu. Wow. Wir sind auch jetzt... Lol, waren wir nicht gerade bei 52.500 Follows? Wow. Dankeschön, Alter. Ihr könnt jetzt Wetten abschließen, wann ich die 60.000... Also wann dieser Channel die 60.000 Follows knackt. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Hm. Das aktuelle Olympia-Game? Ich kenne das gar nicht. Darf ich Social Blade verwenden? Ich weiß gar nicht, wo man das da macht. Was sagt denn Social Blade, Domme? Das ist interessant. Ah! Ah! Motte! Boah, sorry, da hat mich eine Motte angegriffen. Kannst du gerne machen, aber... Dark Alucard, danke für 2 Monate. Ah! Dankeschön. So, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Vielleicht noch ein bisschen? Und dann gehe ich mit euch in den Spielescreen. Hi! So, vielleicht nochmal doch ein bisschen größer, aber hier so weiter unten hin, so. Oh, Leute, ich habe was vorbereitet für Dark Souls. Ich habe was vorbereitet für Dark Souls. Moment. Ich mache Dark Souls schon mal an. Ist ein bisschen laut vielleicht. Ist eventuell... Spielaufnahme, Dark Schmutz, Dark Schmutz, Schmutz, Schmutz. So, jetzt seht ihr das schon in der, jetzt habt ihr schon in der Ecke gesehen. Ich habe da ein bisschen was eingerichtet. Weil, ein Mod von mir hat gesagt, Alter Ginger, es gibt genug Leute, die würden gerne die Seelen sehen bei Dark Souls. Die würden gerne halt sehen, wie viele Seelen. Ich habe da ja immer mein fettes Gesicht vor. Deswegen sieht das nie jemand. Und jetzt habe ich, das hätte ich viel früher schon machen können, ist mir halt erst aufgefallen, als der Greenie das gesagt hat. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall die Seelen unten links sehen. Seht ihr das? Seht ihr das? Look at that! Guck mal, jetzt seht ihr die Seelen. Ich habe halt nie viel Seelen mit, aber jetzt könnt ihr sie zumindest immer sehen. Ist das nicht toll? Ja, man sieht die Seelen. Ist auch eigentlich gar nicht viel Arbeit gewesen, das einzurichten. Also ja. Hm. Ach, Anuras. Ach, Mensch. So, funktioniert auch der Controller eigentlich. Ich hab mir gerade ein... Oh, oh, shit, Mann. Ich wollte mir mit dem Chat durch... Wie durch... Dein Laptop ist scheiße. Nein, laggt alles, oder wie meinst du? Max, bis dennchen. In einer Woche erreichst du 60.000. Ist das so? Nee, was sagt denn Domme? Was hat Domme gesagt? Hat Domme nachgeguckt, was auf Social Blade... Social Blade sagt, die 60k sind am 18. September... LOL! Am 19. September habe ich Geburtstag. Oh mein Gott. Wollen wir imaginäre Wetten abschließen, ob ich bis zu meinem Geburtstag 60.000 Follows auf diesem Channel hier erreiche? Das wäre ja mega krass. Mods, habt ihr das Spiel schon umgestellt? Jetzt gucke ich mal. Ihr seid viel zu schnell, Alter. Dankeschön. Ah. Ferle, hi! Wann hast du Geburtstag? 19.09. Also am 19. September. So, wie weit waren wir? Retro, Sido, nackter Drache und die Hexe von Ost sind tot, gell? Fehlt nur noch die eine große Seele. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen tatsächlich, aber wir haben den Hund geschlachtet. Das haben wir gemacht. Ich habe Angst, wie die Leute zu deinem Geburtstag eskalieren. Ich weiß gar nicht, was wir zu meinem Geburtstag Schönes machen. Ich will was irgendwas Besonderes machen. Und wir werden auch diesmal direkt an dem Geburtstag streamen können, weil der so fällt diesmal, dass die anderen Leute, die auch alle in derselben Woche wie ich Geburtstag haben, nicht an dem Samstag feiern, wo ich zufällig auch dann meinen Geburtstag habe. Ich glaube, meiner ist am Freitag, oder? Oder sowas. Da kann ich dann... Willst du einen Tipp? Ja, ehrlich gesagt, könnt ihr mir sagen, wo ich hin muss. Ich hasse es nämlich, drüber nachzudenken. Ja, ein Bad, ja, ja. Das Spiel ist laut. Oh, ist das Spiel zu laut? Oh, 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 da mache ich es ein bisschen leiser. Also ich finde, für mich kann es ein bisschen lauter, aber für euch leiser, okay. So, 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 so. Dann mache ich einen weiteren Drunk-Stream. Ja, aber in dem Drunk-Stream, also wenn, dann müsste da ja auch irgendwas Cooles passieren. Also man muss ja auch irgendwas Cooles machen da an dem Spiel, ne? Also in dem Stream. Mm. Die Geisterstadt unter dem Feuerschrein. Oh, stimmt, da waren wir auch noch gar nicht so richtig. Dann gehen wir da mal hin.
Dann gehen wir da mal hin, meine ich. So. Das Spiel passt nicht zu dem Anime-Ding. Hallo, ich bin ein Anime-Charakter. Deswegen spielen wir jetzt nur süße Anime-Spiele. Uwu! Uwu! Leute, habe ich euch schon gesagt. Oh mein Gott! Oh nein! So, teleportieren. Feuerband schreien. Habe ich euch schon mal gesagt, dass seit so, sagen wir mal so seit 2 Tagen oder so, die Therapie bei meinem Logopäden richtig gut anschlägt. Meiner Stimme geht's viel besser plötzlich. Das dauert halt einfach allgemein, aber meine Stimme gibt's wirklich viel besser. Ist richtig klar, richtig klasse. So, was ist gerade passiert und wie kann ich es wieder vergessen? Es tut mir leid. Der Kommentar hat mich getriggert. Da musste ich wieder. Mir geht's besser. Erstmal rumschreien. Ja, tatsächlich schon. Das Rumschreien ist eigentlich auch nicht schlimm. Solange ich das nicht oft mache. Also, ne? Oh, was? Dafür, dass du mich immer zum Lachen bringst und deine Streams mega comfy sind. danke schön. Danke schön. Danke, danke, danke. Oh, Ferne! Hast du heute Geburtstag? Hast du heute Geburtstag? Ich bin ein Anime-Girl, ich spiele nur Code Vein. Ja, genau das. Vielleicht? Okay. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, lieber Perle! Zum Geburtstag viel Glück! Okay. So viel zum Thema, du bist nüchtern. Lass mich doch einfach ein bisschen gediegen singen. Für Ferle. Oh nein, schön. So, ich soll ja mal mich umwandeln, Leute. Sorry, da ist mir auch gerade ein Bart gewachsen mit bei. Ich bin jetzt die Bartkatze. Ich bin jetzt eine schnieke Bartkatze. Mein Spaß. Wo kommt der Bart her? Nichts. Ich kann, meine Kräfte sind so mighty, ich kann mir halt auch jetzt einen Bart, auf Knopfdruck einen Bart wachsen lassen. Na? Oh. Auf einmal bin ich so, hä? Auf einmal bin ich so handsome. Oh. Mm, oh. Oh nein. Hallo Adler. Nee, Vollbart geht nicht. Oh, 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 wiggeln. Okay. Erstmal machen wir. Okay. So, Oh Mann, ey. Dankeschön. So. Ich hoffe, das Wiggle war gut. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ja. Danke euch. Ja. Ferle, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Geburtstag. Oder so schön, wie er halt sein kann, wie du ihn je gewünscht hast. Yeah. Ich liebe Geburtstage. Also meine eigenen. Ich liebe meine eigenen Geburtstage. Ich habe halt immer nur Freunde, die ihren Geburtstag nicht feiern.
mittlerweile habe ich Freunde, die ihren Geburtstag feiern, aber früher hatte ich halt immer nur Freunde, die ihren Geburtstag nicht feiern. Und das fand ich immer so traurig, dass ich immer für meine Freunde, habe ich schon mal erzählt auch, dass ich immer für meine Freunde, für die ihren Geburtstag gefeiert habe. Also zum Beispiel eine Freundin meint, oh nö, meinen Geburtstag feiere ich nicht. Und dann ich so, wie, du feierst deinen Geburtstag nicht? Wenn du deinen Geburtstag nicht feierst, dann feiere ich deinen Geburtstag halt alleine. Und das war halt immer ganz schön, weil dann sind die tatsächlich, ist die Freundin oder sind die Freundinnen, das habe ich halt immer dann gemacht, zu mir gekommen und wir haben dann zusammen den Geburtstag gefeiert. Das war ziemlich süß. Oh nein! Ordensritter! Super Hype! Ja! Dankeschön! Vielen, vielen, vielen lieben Dank für... vielen lieben Dank für den Sub und willkommen bei den Gender Ninjas. Hi. Löffel, danke für 7 Monate. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke schön. Nee, ich mag auch einfach meinen Geburtstag oder allgemein Geburtstage gern, weil man halt da an dem Tag plötzlich so viel Liebe kriegt. Weißt du, wisst ihr Leute, weil man das ganze Jahr keine Liebe kriegt. Und dann am Geburtstag so geballt, ist schon nice. Ich mag das. Mittlerweile kriege ich so viel Liebe von euch, aber früher war das halt nicht so. Früher war das nicht so, deswegen mochte ich meinen Geburtstag immer voll gerne. Hm. So Leute, ich muss mir jetzt erstmal was ausrüsten, womit ich diese Geister bekämpfen kann, glaube ich. Alter, diese haarige Eichel, ne, die macht mich wahnsinnig. Heute etwas ruhiger als sonst. Meine Großeltern können erst morgen kommen, weil sie heute keine Zeit hatten. Und meine Schwester hatte leider auch keine Zeit. Sie kommt dann, wenn ihr mal einen Urlaub hat. Och, alle keine Zeit. Oh, nu. Na, Mann. Aber wenn es angenehm trotzdem war, ist das ja auch was wert, finde ich. Was, welche Eichel? Naja, die haarige Eichel, die man da gesehen hat. Die was? Die haarige Eichel! Wie oft soll ich das jetzt noch sagen? Die haarige was? Die Haar... Die fucking haarige Eichel. So, das habe ich gesagt. So. Der Chat gerade eben so. Haarige Eichel. Haarige Eichel. Ja, okay. So, was brauchte ich nochmal, um die Geister bekämpfen zu können? Oh nein. War schon ziemlich Comedy Gold, okay? Hey, look at that! Achso, ich brauch diesen Wanderfluch, ne? Ja, okay, Nego hat es jetzt auch gerade gesagt. Aber mir ist es gerade sogar selbst wieder eingefallen. Aber Nego war schneller, ich hab's ja egal. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich bin mal wieder süß. Ist das so? Ist das so? Oh, wait. Ist das so? Bin ich wieder niedlich? Kawaii. Ich liebe es. Ist die Frage, sollten wir dann nicht... Also, wäre es sinnvoller, da durchzurennen oder ist es sinnvoller, sie zu töten? Wir sind halt... Es ist ewig lange her, dass ich hier war und ich fand diese Geister extrem ekelhaft. Upsi, jetzt habe ich irgendwas geöffnet, was ich nicht öffnen wollte. Erstmal mache ich das wieder. Nein! Oh, da hatte ich schon 11 Estus, ne? Oh. Ein Geist alleine ist easy, aber mehrere sind nervig. Okay. Frag mich überhaupt, ob ich die machen kann. Wanderfluch! So, ich muss mich erst wieder einspielen. Am Anfang ist immer ein bisschen schwierig. Dieser Wanderfluch hält ja auch nicht ewig, wenn ich mich richtig erinnere. Putt-Putt hat einen Cooldown, damit es nicht die ganze Zeit gespammt wird. Dann würde ich es auch, glaube ich, ganz oft verpassen. So, da kamen direkt 2. Da ist auf jeden Fall einer. Ein wunderschöner Geist.
Oh, der ist ja fast tot jetzt. Ah! Oh! Mm, ja! Yeah! Danke für das Bad-Bad. Schniggeli-diggeli-du. Wo bin ich denn hier? Ich weiß halt auch nicht, wo ich lang muss. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang und mach mein Ding. Ich mach mein Ding. Du, 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 du. Ah! Nein, ist auch noch hier. Dark Souls, why? Warum? Das hat man echt nicht gesehen. Ich dachte, man... Ich denke, du solltest nicht dein Ding machen. Ja, ich merke schon. Ach, ich teleportiere mich. Moment. Scheiße. Ich hasse mich. Och. Das ist also dein Ding. Ich hatte einfach gerade irgendwie von Eternal Thoughts ein Ohrwurm und dann das, ey. Du bist in Minecraft öfter gestorben, als es in Dark Souls... Nee, andersrum. Bist in Dark Souls öfter gestorben, als es in Minecraft Blöcke gibt. Ja, da bin ich froh, so oft bin ich nämlich noch gar nicht gestorben, ne? Ja, es war wieder... Oh, ihr habt meine Spucke verschluckt, scheiße. Mm. Vor Discord haben mir kaum Leute gratuliert, deshalb fand ich meinen Geburtstag nie wirklich besonders. Aber irgendwann war es mir egal, wie viele Leute mir gratulieren. Aber seit Discord gratulieren mir so viel mehr, da freut man sich dann doch schon. Für alle dieser Satz. Oh, also erstmal natürlich sad. Und dann dieser Satz so, ach, eigentlich ist mir egal, wie viele Leute mir gratulieren. Aber eigentlich freue ich mich auch, wenn mir mehr Leute gratulieren. Nee, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch nicht alles. Aber es ist schon schön. Deswegen mag ich ja Geburtstage auch so gerne, weil man so viel Liebe da, wenn man da so viel Liebe kriegt, ist halt mega schön. Ja, die Sache ist Bloody Rose. Ich habe keinen Fluch mehr. Ich glaube, ich muss einfach durchlaufen. Oder kriege ich die noch irgendwo her? Kriege ich einen neuen? Ich kann die kaufen. Ja, RIP, also. Ich kann sie kaufen. Ja, das ist halt... Oh, nochmal. Nachträglich Happy Birthday? Hä? Alter. Ich würde fast deine Nachricht löschen, weil das bringt Unglück. Was soll das denn? Ich habe in einem Monat Geburtstag. Hier wird doch jetzt nicht gratuliert. Ich finde das immer so doof, wenn Leute ihren Geburtstag geheim halten. Das ist sowas Schönes. Die droppen die sehr oft. Toll. Ich habe keinen gekriegt. Aber jetzt kann ich sie halt auch nicht mehr töten, ne? Wie sollen die das denn droppen? Wie sollen die das denn droppen, wenn die, wenn ich sie... Ich glaube, ich kann die ja jetzt nicht mehr angreifen, ne? Ja, ich glaube, wir rennen das mal durch einfach. Vielleicht finde ich ja was. Viel Spaß mit den Kniebeugen, danke. Der Buff läuft noch? Echt, läuft der nach dem Tod auch noch? Das, upsi. Das wusste ich ja nicht. Let's try. Nein, Leute, der Buff läuft nicht mehr. Au! Alter, mit euren Fingern. Fingert mich mal bitte woanders. Oder fingert jemand anderen, so.
Oh, du hast einen, ah, in den Sommerferien Geburtstag. Okay, I see. Ah, oh Mann. Oh, oh Mann, ey, oh Gott. So, pa! Wie viele Seen sind jetzt weg? Nicht viel. 1500 hatte ich vorhin. Jetzt habe ich sie sogar da stehen, die Seelen. Jetzt kannst du sogar gucken. So, ich mache jetzt Kniebeugen, Leute. Ich habe keine Lust mehr. Okay, Leute. Und los! Und eins! Und zwei! Und drei! Und... Warte, war ich schon bei drei? Und vier! Und fünf! Und... Ach, ich war schon bei fünf. Okay, dann war es das. Also mehr als das. Mein Gesicht! Mehr Gesicht als, als fünf mache ich nicht. Für mehr als fünf wurde ich nicht bezahlt hier. Oh. Wirst du 50.000 Jahre oder 50.001? Ich werde 51.000 Jahre. Das kann ja sonst keiner rechnen. Das wird ja sonst nicht hier. Oh, das Nicht-Go-Sagen müssen wir noch üben. Ja, es ist echt schwer. Für mehr als fünf kann man dich auch gar nicht bezahlen. Betrug. Zadi! Hi! Hallo, Zadi. Oh, Mann. Hi, schön, dich zu lesen. Hallo. Okay. Teleportieren wir uns nochmal. Leute, das ist so krass, wie ich einfach ein paar mehr Übungen mache. Oder vielleicht ist es auch einfach, weil ich das so lange schon mache. Und jetzt gerade habe ich wirklich kaum mehr Schmerzen. Also meine Stimme scheint richtig gut in Form. Wow! Wenn die Therapie abgeschlossen ist, bin ich einfach Radio-Ginger, Leute. Dann bin ich Radio-Ginger, dann klinge ich richtig smooth. Dann klinge ich richtig nice. Mr. Fluffy Bunny, Seite neu laden? Ansonsten musst du dich an den Twitch-Support wenden, weil ich vergebe die Punkte nicht. Ist doch Pock, wenn sich die Therapie lohnt. Ja! Da freue ich mich echt. Vielleicht gehe ich auch bald, vielleicht frage ich auch bald mal nach, ob ich, irgendwie, was verschrieben bekomme. Also Physiotherapie oder sowas für meinen krummen Rücken. Damit ich auch nicht mehr aussehe wie ein Gollum. So, sollten wir uns mal irgendwo begegnen, dass ihr nicht denkt, Alter, also Ginger ist ja schön und gut, aber die sieht halt echt hart aus wie so ein Gollum, das ist echt schlimm. Nee, aber auch so für mich. Ist ja auch ganz schön, wenn man irgendwie rumläuft und aussieht wie ein lebendiges Wesen. Den ganzen Körper fixen, yes. Aber ist ja nicht schlimm, ist auch was, ist irgendwie schön, wenn man merkt, dass langsam alles wieder bergauf geht. Oh Leute, ich habe irgendwie Lust, jetzt bin ich so oft hier gestorben, den drehe ich mal kurz runter, sorry. Oh mein Gott. So, Mau! Mau! Hallo. Ich hoffe, du nimmst mir meinen Versprecher gestern nicht übel. Das habe ich mir schon wieder versprochen. Aber der Versprecher war nicht so schlimm. Ah, Lukas! Ich grüße dich, Lukas. Ich würde dich für einen Höllentroll halten. Dankeschön. Rückenorthopäden wirken Wunder. Spreche aus Erfahrung. Oh, dann würde ich gerne die Dienste in Anspruch nehmen. Auch, dass ich nicht immer so verspannt bin und so. Ist ja auch ganz gut. Den trete ich mal ganz kurz runter, sorry. Oh nein. Mein Rücken ist so schief, den kannst du nicht fixen. Doch.
Alles kann man fixen. Dauert nur vielleicht ein bisschen. So, jetzt bin ich aber wirklich überfragt, wo man zum Flick überhaupt hin muss. Muss ich in die linke Richtung? Das hier ist tiefes Wasser, oder? Oh, hier geht's hoch. Das habe ich nicht gesehen. Ich werfe zwei Bandscheibenvorfälle in den Ring. Oh, mach mal nicht, Leute. Macht mal. Stehen die da einfach? Ich wollte gerade sagen, mach mal bitte nicht. So. Lasst mich durch! Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Lasst mich mal bitte. Ich muss mal ganz kurz hier durch. Oh Gott, ich habe schon gesehen. Pariert euch. Au, 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 au. Ach echt, da sterbe ich? Als ob. Fuck. Scheiße. Was ist denn der Parierdolch? Was macht der Parierdolch? Ja. Ist nichts Besonderes, oder? Da machen viele sofort Platz. Mau. Ich muss auf Klo, ich muss mal durch hier. Leute, wo kann ich die Flüche kaufen? Ich glaube, ich würde gerne kaufen. Wenn du den in die Schildern packst, ist das Parry-Timing extrem großzügig. Wie meinst du das? Was bedeutet das? Untoten in der Kanalisation. Oh nö, also in die Kanalisation will ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Konnte ich mich dahin teleportieren? Ich kann Gegner sehr einfach parieren damit. Okay, also dann, ja. Also was der Name sagt, macht er dann halt. Okay, also teleportieren kostet ja nichts, dann gehe ich erstmal wieder dahin. Beim Feuerband schreien die Alte, die ist doch tot. Ach, zur Burg. Ich müsste einen Shortcut dahin haben. Sagt mir gerne mal an, wo ich hin muss. Ihr dürft mir gerne jetzt, also da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn ihr mir sagt, wo ich wie hinkomme. Das ist Backseat Gaming, das ich sehr appreciaten kann. Also anderes Backseat Gaming wie Ginger, benutzt doch mal eine andere Waffe. Kämpf doch mal anders. Ist nicht so geil, aber sowas wie, Alter Ginger, du hast überhaupt keinen Plan, wo du hin musst. Geh bitte einfach dahin. Ist schon in Ordnung. Richtung Untoten. Meinst du da, wo der Ziegendämon war? Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo Untotenstadt ist. Dark Aluka, du kannst es ja spielen. Dann weiß ich nicht. Den Stream nebenbei offen lassen oder es halt einfach so spielen. Nicht der Fahrstuhl, der andere Weg. Oh, okay. Boah, mein Kabel kitzelt die ganze Zeit an meinem Bein. Mein Kabel ist richtig loot. Was macht der eigentlich hier? Ja, und nu? Ich hab dich aus Versehen weggedrückt. Und schon wieder. Aber der hat was anderes gesagt. Oh, hallo. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Ach so, okay. Das sagt nichts. Du musst mehr zuschlagen. Autschi, nicht durch das Feuer gelaufen. Hier hoch, meint ihr? Das ist der einzige Weg, den ich jetzt noch wusste. Ach, den hier! Och, flickt euch mal.
Kommt da jetzt nicht noch einer? Na gut. Ihr meint ihr, oder? Das ist, Ach so, war der da hinten oder da hier? Nee, das war woanders. Wow. Alter, jetzt nehmen wir die Ratte mit. Toll. Ich gehe mit meiner Ratte und meine Ratte mit mir. War das nicht hier irgendwo? Ich erinnere mich halt an was, aber... Ah. Sie hat Moos. Fuck. Moment. Ja, lass mich doch. Ich muss kurz ein bisschen... Ich muss kurz meine Kreditkarte rausholen und ich muss kurz... lass mich mal. Ohne Moos nix los. Ja, ich muss kurz benutzen. Hallo, Gimli. Hallo, Gimli. Na du. Ich muss mal ganz kurz mich mal ein bisschen mit Seelen bestücken. Ich mach mal 2, das passt schon. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Oh. Wie viel waren die? Die waren ziemlich teuer, ne? Also ich glaube, das reicht nicht mal für so ein... Für genug. 2 Stück. Ich kaufe da jetzt noch mehr. ich hole mir noch ein paar. Ich werde die bestimmt sonst eh nie benutzen. Wow, das waren ziemlich viele Seelen. Das war vielleicht auch ein bisschen viel. Scheiße. Spray! Spray sind 2! Dankeschön! Danke für 4 Monate! Wenn ein Glas zur Hälfte gefüllt ist, ist es halb voll oder halb leer? Halb voll! Halb voll! Ah, der Kapu ist ja auch hier! Hallo! Was machen denn die ganzen tollen Menschis hier? Hm. Er ist ja gefüllt, nicht geleert. Nee, also ich glaube, ich würde nur sagen, es ist halb leer, wenn ich weiß, dass es, wenn es ein ganz leckeres Getränk ist, was auch immer, und ich weiß, dass es davon nicht mehr gibt und es sehr wertvoll ist, dann würde ich immer sagen, oh Mann, ey. Irgendwie, das ist ja schon fast leer. weil man dann irgendwie so daran denkt, dass es halt, ne, dass da nicht mehr viel übrig ist und dann gibt's halt nichts mehr. Aber ansonsten ist es immer halb voll. Also dafür muss das Getränk aber wirklich sehr lecker sein, damit ich das so sage. Wenn man ein Glas befüllt, ist es halb voll. Wenn man das bis dahin getrunken hat, ist es halb leer. Nö, soll ich das nicht sagen. Immer noch halb voll. Nee, ich verstehe. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich kann immer noch nur 2 davon kaufen? Hat sie nicht mehr? Oh mein Gott. Scheiße. Brudi! Was? Der Brudi hat einfach bei mir gesubbt auf Tier 3. What? Alter, danke schön. Dankeschön. Alter, vielen lieben Dank. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke. Oh. So, Leute, was soll ich denn noch kaufen? Jetzt habe ich halt so viel... Ich habe so viele Seelen jetzt. Okay. Haben wir noch 2 Läuterungssteine noch gekauft. War ein bisschen viel gerade mit dem... Ich hasse es, mit vielen Seelen rumzulaufen. Dann machen wir lieber so.
Warte, wo muss ich nochmal hin, Alter? Au! Was soll denn das? Wirft er mir mal so eine Bombe ins Gesicht. Ich sag eigentlich nie halb leer und ich bin ein sehr pessimistischer Mensch. Ja, ich weiß. Im Prinzip ist das ja auch eher so ein Sprichwort, ne? Du nimmst das eigentlich übertragend. Du sagst ja, das geht jetzt nicht darum, wie du es sagst, sondern es geht eher so darum, ob du halt alles immer sehr optimistisch siehst oder halt eher pessimistisch. Und dann sagst du halt, das für mich ist das Glas immer halb voll als Übertragung für ich bin ein optimistischer Mensch. Deswegen. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Erneut. Ich hasse es, dass ich das Leuchtfeuer hier nicht. Habe ich jetzt eigentlich nicht ein Ding gefunden, um sie wiederzubeleben? Ich hasse es. Ah! Seelen riechen halt auch hart nach Moschus. Sowas hat man nicht gerne in der Arschtasche. Lini, möchtest du noch andere Dinge mit deiner Kreativität einem Namen geben bei mir? Möchtest du meinen Stream weiterhin mit deinen wohlgewählten Worten bereichern? Du Rock, wow! Wollte Danke sagen für die tolle Unterhaltung. Woher kommt denn das? Wieso haben so viele Menschen und werfen mir ihr Geld in den Kopf? Was habe ich denn gemacht heute wieder? Was ist denn los? Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ha. Danke, danke, danke. Oh. Richtig der Mottenkugelngeruch. Oh nein. Oh, gerade sitzen. Okay. Oh, ich klebe am Stuhl. Oh. Heute ist wieder so ein Tag, wo es irgendwie eigentlich viel zu warm ist. Oh. Gerade sitzen. Okay, ich sitze gerade. Versprochen. Dreadlow! Danke für 500 Bits. Ach Leute. Ich kann diesen Monat ganz schlecht einschätzen, weil er hat ja gefühlt erst angefangen. Guck mal, es ist der 7. Der Monat hat gefühlt, er hat nicht nur gefühlt erst angefangen, der hat gerade erst angefangen. Und der Stream einfach war gestern sehr extrem und heftig. Und deswegen muss jetzt Anduka auch nochmal 2 Monate resubben. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Oh, warte. Ich muss den Fluch einsetzen, habe ich vergessen. Flüche die Fluch. Gib mir den Fluch. Ich benutze diesen Fluch. Oh shit, ich habe da noch was anderes vergessen. Was habe ich hier? Hornissenring. Dann nehmen wir mal lieber wieder den... den Ring. Damit die Drop-Chance erhöht wird. Und, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Monat wird für mich irgendwie ganz stark. Oh, plötzlich. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt ja wegen der neuen Abo-Preise. Es gibt ja wegen der neuen Abo-Preise. Scheiße. Au, die macht einmal Kussibussi auf mich. Aua. Gibt es ja so eine Ausgleichszahlung, falls man zu wenig... Guck mal, jetzt kriege ich wieder 2. Ach Mensch. Super. Falls man zu wenig verdient, und ich habe das Gefühl, das wird, ich werde die gar nicht in Anspruch nehmen dürfen, müssen, diesen Monat. Was echt krass ist. Ein Gönnermonat. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hm. Die machen ja tolle Geräusche beim Sterben. Finde ich sympathisch. Oh my fucking God. Und das nur, weil ich sie alle mal kurz besiegen wollte? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Alter, der Hubbles. Hubbles, ich stalke dich. Hubbles, der guckt jetzt nach meinem Dakimakura. Oh, 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 oh. Oh, Leute, ne, ganz ehrlich, aber. ich muss gestehen, also so, oh, ich muss gleich was schlucken.
Bin ich hier sicher? Das ist der Grund, warum ich auch mich manchmal in Streams nicht traue, Commands in den Chat zu schreiben, weil man es halt sieht öffentlich, ne? Das ist manchmal so. Und ich bin auch noch so doof und ich selbst finde das voll unangenehm und sag das dann immer laut, wenn ich das sehe. Immer. Oh nein. Okay, schlucken! Ich hab's gerade gesehen. Check Cards Original möchte, dass ich einen Schluck nehme, deswegen schlucken! Das ist das House of Fun. Wo ich hier gerade drin bin? Warum? Haben aber leider nicht deinen Anhänger gefunden. Wir waren etwas geschockt, haben nicht deinen Anhänger gefunden. Ich habe überhaupt gerade keine Ahnung, wovon du redest. Was für ein Anhänger? Es werden gerade nur Duckys verkauft. Ja, es werden gerade nur Ducky Makuras verkauft. Ach, weil man da sehr schnell zerflickt werden kann. Okay. Ich will noch mal gucken, was hier hinten ist. Und was steht hier? Hier! Oh! Oh! Ah! Was ist hier? Komme ich da wieder hoch? Bitte sage, ich komme da wieder hoch, wenn ich hier mal runter slide. Da hinten ist eine Nebelwand. Von da komme ich mehr oder weniger, oder nicht? Oh, ich will da nicht drüber. Ich hab das Gefühl, hier ist nichts. Wie hier? Wie ist das bewertet? Das hat gute Bewertungen. Aber wenn das gute Bewertungen hat, dann ist da eigentlich meistens wirklich irgendwas. Scheiß Online-Stuff. Udoban! Dankeschön für 7 Monate! Dankeschön! Vielen lieben Dank. Oh, danke, Dünn. Achso, da haben wir einen Twitch-Stand, wären keine Anhänger gewesen oder hat meine Tochter sich da verhört? Kleine Anhänger? Anhänger aber nicht von mir. Der Stand ist ja nicht von mir nur, der Stand ist ja von Ducky Makura GmbH. Und ich bin quasi nur das Feature. Ich bin quasi nur das Feature, also ich bin nur Gast bei Ducky Makura GmbH und verkaufe... wir teilen uns die Einnahmen und dafür darf ich mein Ducky Makura da verkaufen. Aber der Shop hat natürlich auch eigene Produkte. das ist nicht alles meins. Ich bin jetzt gerade nur Gast da. Theoretisch. So, was ist denn hier jetzt Schönes? Ich glaube, es geht jetzt weiter mit dem Zerflicken. Sag ihr Bescheid, okay. Von mir wird da gerade nur ein großes Kissen verkauft, mehr nicht. Okay, Geister können durch Wände kommen, das akzeptiere ich. Nein, du schmeißt mich jetzt nicht runter, du kleine Olle. Oh, mein Fluch. Mein Fluch ist zu Ende. Verdammte, verflickte. Mein Fluch ist zu Ende. Oh. Oh, oh. Okay, zurück. Scheibenkleister. Nicht mal Dollar. Pueta, das sind nicht Dollar. Vor der Geistweise, da steht's da auch noch, ne? Oh, fuck. Aber wo muss ich denn jetzt weiter? Wie komme ich da rüber? Wie komme ich da... Oh, hier komme ich da rüber. Gut. Na Mensch. Ist hier ein Boss? Tschüss. Da hinten wird noch was bewacht. Oh nein. Ruft die jetzt, Leute? Hat die wen gerufen? Warum schreit die so? Hier sind noch 2 Wanderflüchtige. Cool. Was hat die gemacht? Hallo? Ah, okay, da passiert nichts. Sie schreit einfach nur. Ist auch okay. Ich meine, manchmal muss man auch schreien. Oh, fuck. Okay. Heißt nüchtern nicht betrunken? Nein, nüchtern ist, wenn du nichts gegessen und auch nichts getrunken hast. Also genau das Gegenteil. Deswegen sagt man zum Beispiel auch, dass man manche Tabletten soll man nur auf nüchternem Magen nehmen. Das heißt ja, du sollst
möglichst nichts im Magen haben, nichts im Körper haben. So. Ghost Snipes! Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Also hier ist kein Boss, ne? Kein Boss, okay. Hier geht's einfach nur weiter. Gut, dankeschön. Danke erstmal für die Info. Ich wünsche euch noch alles Gute und einen schönen Abend noch. Sind total fertig und morgen geht's wieder zur Dokumi. Ah, ich wünsche viel, viel, viel Spaß auf der Dokumi. Ich hoffe, ich kann auch mal bald da sein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und auch Josef, auch dir oder euch noch einen schönen Abend. So, Wanderfluch. Ah, ich würde gerne, bevor ich da reingehe, noch den nächsten benutzen, weil ich habe jetzt so lange hier den Chat gelesen. Dann warte ich kurz. Tut mir leid, ich bin gerade kurz ein bisschen tryhard. Ich habe keine Lust, nochmal zu sterben. Und warte, bis der wieder abläuft und dann gehe ich da durch. Achso, du weißt nicht, wie du Dollar auf der Tastatur machst. Oh. Kannst du auch einfach Euro ausschreiben. Oh, 2 Stunden Sip. Ja, das können wir auch noch machen. 2 Stunden schlucken! Ja! Nüchtern zur OP kommen. Ja, so oder so, ne? Ah. Es ist Zufall, dass das Kissen 69 Euro kostet. Ja und nein. Das haben wir, die Preise haben wir natürlich bewusst so entschieden. Die Sache ist halt, wenn du die teuerste Variante nimmst, sind das, glaube ich, genau 100 Euro. Deswegen passt das auch so gut. Aber 69 für den günstigsten Preis ist natürlich lustig. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Wie lange hält denn der Wanderfluch? Gegen Geister, verfluchte Wesen kann man nur kämpfen, wenn man selbst auch verflucht ist. Und die sicherste, wenn auch übelste Methode, verflucht zu werden, ist, einen Toten einen Körperteil abzutrennen. Oh. Krass, ich sollte mir mal öfter die Beschreibungen hier durchlesen von den Dingern. Och, Flicken. 5 Minuten? Scheiße. Jetzt habe ich schon so lange gewartet, dass es aber auch keinen Sinn mehr macht, jetzt durchzugehen. Mann, Kacke, hätte ich durchgehen sollen einfach. Ah, stimmt. Ich sollte die Wanderflüche vielleicht auch mal auf die Kurzwahl legen. Wenn ich jetzt eh gerade nichts zu tun habe, dann mache ich das mal kurz. Auf. Wanderfluch. Dann sehe ich dann ja wieder, wenn er verfügbar ist, ne? Zoll-Fernseher. Hallo, ich bin im Fernsehen! Warum sind eigentlich gerade... Warum? Alter, das sehe ich gerade erst. Warum sind denn über 600 Leute hier in dem Stream gerade? Ich mache doch gerade gar nichts. Als nächstes Dark Souls 2. Ich muss mal allgemein gucken, ob ich überhaupt dann Dark Souls weiterspiele. Ich würde eigentlich erstmal Dark Souls 3 spielen. Da muss ich jetzt mal gucken. Ja. Ah, oh Mann. Von TikTok geschaut. Ich muss mal wieder ein paar TikToks machen. Oh yeah, jetzt ist Zeit für den nächsten Wanderfluch. Scheiße. Jetzt Zeit für den nächsten Wanderfluch, wollte ich sagen. Alter, Dreadlow, what? Danke für 1000 Biddies. Dankeschön. Dankeschön. Hallo? Hallo? Was zur Hölle hat mir da gerade wehgetan? Ach, da oben sind die. Da sind Geister. Kommen die auch runter? Komm doch runter, mein Freund. So. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Hä, sind unter mir Geister? Das irritiert mich, dass da unten irgendwelche Dinge langfliegen. Sie sind immer dort, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Sind die kleiner? Kleinere Geister? Das sind die Gummibären! Viel zu nah ranzoomen ist meine Comedy-Schwäche. Ich liebe das. Ich darf es nicht zu oft benutzen. Wenn du zu oft zu nah ranzoomst, dann ist es irgendwann nicht mehr lustig. Aber hier ist eine Falle. Mann, Dark Souls, hör doch auf mit Scheiß Fallen. Ich mag Fallen nicht. Wo
Muss ich da hinten lang? Wie gut ist denn das? Oh, 122 Bewertungen. Was ein Scheiß. Oh. Oh. Oh, da kommen direkt drei. Hallo, ihr? Nein! 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 Manchmal hasse ich den Autofokus. Ich hasse ihn manchmal so sehr. Bei mir nicht, das nutze ich nicht ab. Ja, dann ist ja gut. Schön. So, Feuerbandschrein, rein da. Och, Mann. Ah. Ah. Setz dich mal ans Feuer am Schrein. Kann ich doch gar nicht. Da habe ich doch gerade eben schon drüber geredet. Hört ihr denn nicht zu? War ich denn in der Nähe vom nächsten Bonfire? Das dürft ihr mir gern sagen. Passiert das öfter, Leuten darunter zu fallen? So ein Flick. Ich hätte lieber kurz in den kleinen Gang da reingehen sollen. In der Region gibt es kein Bonfire. Oh Leute, soll ich einfach durchlaufen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Lust, ey. Im gesamten Gebiet ist keins. Das ist ja wundertoll. Wir rennen in den 90er Jahren. Sollen wir ein bisschen rennen in den 90er Jahren? Ich habe keine Lust, da die ganze Zeit zu fighten. Ich meine, jetzt geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber... Darf ich links schicken? Nö. Gerade sitzen. Okay. Okay. Bist an der Leiter vorbeigelaufen, oben kurz vor dem Ort, wo du gestorben bist. Ich bin an der Leiter vorbeigelaufen, okay. Das ist gut zu wissen, weil Shortcuts sind halt schon ganz nice. So. Ich will rennen in den 90er Jahren. Ihr dürft mich gerne spoilern zu Shortcuts, wenn ich bei einem bin. Dann sagt Bescheid. Oh, ein Wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggly do, wiggly die. Ah, warum geht denn jetzt meine Waffe kaputt? Ich krieg die Krise. Scheiße! Wie viel hat sie denn noch? Ne. Wenn in dem ganzen Gebiet kein Bonfire ist, muss ich wieder zurückgehen. Och, scheiße. Ich sollte mir angewöhnen, bei jedem Streambeginn die Waffe zu reparieren. Nee, zum Schmied muss ich nicht. Ich muss nur ans Bonfire. Ah, ich kann ja den Knochen nehmen. Danke für den Tipp. Ich vergesse das manchmal, dass es so nützliche Items gibt. Heimkehr, Knochen! Eine Waffe, die ganz ist, ist immer von Vorteil, nicht wahr? Ach, so ein Scheiß. Ausrüstung reparieren. Oh, Gott. Auch das Schild kann mal. 6 Seelen. Hat sich gelohnt. Oh, oh, shit, ich muss mich ja teleportieren. Oh. Kommt das auf YouTube? Nope. Das hier kommt ganz sicher nicht auf YouTube. Ja, vielleicht, es kann immer sein, dass Ausschnitte irgendwie auf YouTube kommen, wenn ich irgendwie über irgendwas Interessantes rede, was sich für ein Video eignet oder irgendwie sowas. Dann schon. Aber jetzt nicht so von wegen, ich spiele Dark Souls und dann halt ein Stream, wo ich Dark Souls spiele. Das kommt nicht auf YouTube. Jetzt gerade bin ich eine Katze. Aber das ist nur eine Erscheinung. Ich bin in Wirklichkeit eine Ziege. Spielst du auf Xbox? Nee, ich spiele auf dem PC.
Gibt es eigentlich Neuigkeiten, ob es noch den Wortschein ergeben wird? Den gibt es ja. Wenn ich ihn nicht haben wollen würde, hätte ich ihn wieder gelöscht. Da sind auch schon 32 Abonnenten drauf. die Sache ist, ich habe irgendwie nicht die Zeit und Lust gehabt, dass, mich darum zu kümmern, tatsächlich. Also vielleicht würde ich mich mal irgendwann überwinden, aber dann würde ich bestimmt wieder vergessen, das da hochzuladen. Also Leute, ne, das, also die Streams da hochladen ist nicht das Problem, aber ich muss mich dann, ich will mich ja dann auch um, ich will das ja auch richtig machen, ich will dann den Streams auch einen richtigen Namen geben und die Streams sollen auch alle ein Thumbnail bekommen und das geht mir, also, ne, ähnliche Projekte kriegen ähnliches Thumbnail, so viel Arbeit nun auch wieder nicht, aber das würde, das geht mir sonst auf die Nerven. Wirkt das Ding da noch? Nee. Upsi. Crazy Nick, ist das denn ernst? Ich habe auch gesehen, du schreibst das schon das zweite Mal in den Chat, die Frage. In der Zeit hättest du lesen können. Hättest du schon zweimal die Beschreibung lesen können, was es ist. Oder nachdenken können. Aber ich weiß, nachdenken ist immer doch noch ein bisschen advanced stuff. Zumindest lesen. Was ist eigentlich das hier jetzt? Ich gehe jetzt doch mal hier lang. Ich halte es nicht aus. Ach, hier kann ich mich in den Tod stürzen. Okay. Danke, Spiel. da werden komplette... Ja, auf dem Wort-Channel. Dafür steht es ja. Werden dann nur Worts hochgeladen. Jetzt bin ich die halt doch wieder am Bekämpfen und nicht am Durchrennen. Oh, die hat wieder gedroppt. Die droppen immer zwei, das ist ganz gut. So, wo ist hier eine Leiter? War die hier schon? Weil da drüben war ich ja gerade eben, ne? Da oben ist ein Geistchen. Wie komme ich denn da? Komme ich da hin? Schön, dass einige im Chat zumindest es verstanden haben. Was man wohl mit nichts machen könnte. Ich schlaf mal ein bisschen, viel Spaß noch. Mau! Ich hoffe, du erholst dich. No. Erhol dich gut. Gute Nacht dir, Mau. Schön, dass du reingeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Ah, ich muss aber auf die andere Seite, um den Shortcut auszufahren, oder wie? Bitte versucht nachzudenken. So, da ist, hier ist der Fist Room, ne? Scheiße, ich bin zu langsam. Oh shit, hier werde ich gerade wirklich gerade ein bisschen durchgefistet. Ist okay. Ist okay. Kannst du bitte nicht umkippen? Ist in Ordnung. Manchmal, da muss man auch ein bisschen durchgefistet werden, so. Oh, fucking hell. Oh. Oh, warte, ich will mal ganz kurz lesen, was steht, was hat Pferde geschrieben. So wie Chris das macht, finde ich das eigentlich super. Er macht einfach den Namen des Spiels in Klammern Streamaufzeichnung oder wie viel das Stream das war. Ja, aber das will ich nicht. Das ist halt das, du kannst natürlich einfach deine Streams 1:1 mit dem Titel Dark Souls Stream 1, das Datum vielleicht noch dahinter, Dark Souls Stream 2. Aber das ist kacke. Das ist einfach scheiße. Das will ich nicht. Ja, nee, ich nehm ruhig den Fluch in Kauf. Tom ist wieder da, by the way. Ich hab ihn gehört. Hallo! Hallo, mein lieber Freund! Wo bist du denn? Ah? Ah? Super Dark Schmutz. Ich mag das Gebiet nicht, Tom. Okay. Oh, Flüche. Nice. Alles gut? Ich merke gerade, ich werde voll hungrig. Scheiße. Du hast noch Matt im Kühlschrank. Ja, das stimmt. Tom, warum schreit die und hat rote Augen? Weiß ich nicht.
Ich habe die getötet, die hat geschrien und dann war alles gut wieder. Und ich frag mich, was mit der los war. Ich weiß es nicht. Schade. Du schaffst das. Das Gebiet ist eigentlich nicht so schön. Ich bin salzig. Woher willst du das wissen? Hast du mich schon mal abgeleckt? Was macht er da oben eigentlich? Ah, hier ist die Treppe. Ja, Mensch, hier ist... Oh, ah. Ja, dann. Oh, Lodokiel! Lodokiel, Lodokiel! Sub weiter! Dankeschön für dein Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. So, kommst du jetzt? Komm her, mein liebes Fräulein. Lass uns etwas spielen. Okay, I guess hier zu sein ist auch in Ordnung. Hier zu sein ist, denke ich, auch okay. Wenn ein Mod oder ein Dritter den Mod-Channel verwaltet, wie es bei DK gemacht wird, Armin... Oh Gott. Also wenn ein Mod auch in der Lage wäre, Thumbnails zu machen und gute Titel, dann ja. Oh, der Fluch hat aufgehört. Das habe ich gerade irgendwie verpeilt. Hör auf! Du doofes Vieh! Hey, ich habe doch den Fluch eingesetzt! Du Dumme! Meine Güte. Ach so, ein Dakimakura schmeckt wie du, dann weiß ich das. Ew, warum war das Dakimakura salzig? I see. Was wollte ich sagen? Ich frage mich, was hier ist. Nix mehr? Das war die schwitzige Kruste. Boah. Warum? Gut, dass ich hier nicht mehr hochkomme. Sehr convenient. Auch so, wenn du auf die Uhr schaust, dass du genau Zahlen wie, ja, manchmal John Jung, ich weiß nicht, so manchmal dann gibt es so Momente, weil manchmal ist es halt 11.11 Uhr oder 22.22 Uhr. Ich habe gehört, das soll mal vorkommen, wenn es gerade so spät ist, dass man das auch manchmal sieht. Was zur Hölle? Ginger gegen die Wand gespielt, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, das stimmt, ach, wegen dem. Oh, oh, eine Zurückverwandlung, wow, dass ich das noch miterleben darf. Hallo. Hi. So, wie komme ich denn jetzt wieder hier hoch? Oh. Oh, Minden. Ja, gut. Das ist nervig, wenn du einen Joke erzählst, der ignoriert wird und jemand anderes ihn wiederholt und alle drüber lachen. Dann hast du ihn, bei Witzen ist es immer auch wichtig, dass du den Witz richtig rüberbringst. Vielleicht auch mit der richtigen Betonung, richtige Aussprache und Mimik und Gestik. Und wenn du das halt verhaust, ist der Witz vielleicht nicht mehr so lustig dann. So, kommen jetzt nochmal die zwei Engelchen. Soll ich jetzt einfach da durchlaufen? Ja, das geht mir auf die Nüsschen, Nüsschenküsschen. Ist hier wieder ein Fistraum? Apparently ja. Ich habe mich aber mehr drüber erschrocken, als ich sollte. Ich habe keine Ausdauer mehr vor allem. Oh. Nix gedroppt hier. Was soll denn das? Anuras! Nice. Yay. Yeah. Oh, und Nex will, dass ich... Okay, ich sitze gerade. Ja, 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 ja. Also müssen Witze ankommen? Verdammt. Mensch. Was ist denn hier hinten?
Oh, ich sehe gerade. Oh, oh, oh. Elkun! Ist das richtig? Elkun? Elkun. Elkun, Elkun. Danke für dein Sub. Die erschrecken mich. Und hinter mir ist auch einer, oder? Nee. Komm doch. Komm doch, du Wicht. So einen scheißen Dreck. Ach toll, Tolga, warum denn? Dieser Zipfel auf meinem Kopf. Hast du was gegen den Zipfel auf meinem Kopf? Ha? Ha? Schön, dass ich hier mal lächle dabei. Ha? Was ist denn hier? Die Geister sind halt auch so mega langsam. Ich höre halt einen hier atmen, aber ich sehe ihn nicht. Der kalte Atem in meinem Nacken. Ich höre sie. Da ist einer, oder? Ist mein Fluch weg? Oh, jetzt hat er auch geschlagen. Du bist schön, aber dafür kannst du nix. Du bist schön, aber dafür kannst du nix. Hat er was gedroppt? Nee. Der kalte Nacken in meinem Atem, da ist halt noch einer. Ich höre ihn auch wieder atmen. Oh. Oh, der hat auch wieder. Du bist jetzt Zeuge. Hinter dir war ein Schatten. Ja, das stimmt. Also hier sind halt manchmal Geister und Flüche und was weiß ich. Pass auf, Lügner. Was ist denn da drin? Och, ich hasse es hier wirklich. Hier ist ja wirklich nichts. Das gibt's nicht. Honkai! Dankeschön für 4 Monate. Vielen lieben Dank. So ein Dreck. Ich habe irgendwas Cooles gekriegt, glaube ich, gerade. Wow, von dem anderen Dude. Da sind auch noch mal ist das nur so ein Spielergeist? Ich krieg die... Das ist auch so ein Schreier. Macht die was, wenn ich den töte? Oh Mann, ey. Es war ein Ring, ja. Ich hab nur nicht... Alter, was? Ich hab mich nur nicht dran erinnert, was für ein Ring. Ich höre hier noch mehr. Hallo? Mann! Jetzt liegt mein Loot in der Luft. Riecht ihr das? Da ist Loot in der Luft. Na gut, okay. Ich fand den lustiger, als ich, ja, jetzt wo ich ihn erzählt habe, war er doch gar nicht mehr so. Na gut, okay. Da stochelt die einfach, da piekst die einfach von unten. Was ist gelb und liegt am Strand? Ein Eigelb? Das finde ich jetzt lustig, weil das macht keinen Sinn, ne? So, Kuppi-Senpai. Danke, hallo, meine ich. Sorry, manchmal dann bin ich doof. Ah, hier bin ich jetzt. Ich glaube, ich muss den Schreihals besiegen. Ich höre die ganze Zeit, aber hier kommt niemand. Kommt doch! Ich töte dich, ich töte dich, ich töte dich. Ich halt's nicht aus. Vor dir Geist. Also sind in dem Ding da auch noch Geister drin?
Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist das? Okay, eine Säule oder sowas. Bitte sag nicht, wenn ich da hochkletter, dass da irgendwo... Danke, schriftet es im Weg. Ich sehe nichts. Ginger Tom ist gemein zu mir. Das darf der. Der darf gemein zu dir sein. Alter, wie dieses Riesenschwert, diese Latte in mein Gesicht baumelt. Das macht mich schon an gerade. So. Wo bin ich? Ist das ein Boss hier? Holy fuck, was ist das? Wir haben übrigens jetzt relativ viele Seelen, ne? Besuch habe ich nur wenige. Ihr habt das Herrschergefäß. Äußerst beeindruckend. Eure Absichten durchschaue ich voll und ganz. Ihr sucht die vier Könige, die ich behüte. Dies ist der Schlüssel zum Siegel. Ah! Die vier Könige schlummern in der tiefsten Kammer der Ruine. Brecht das Siegel mit diesem Schlüssel und öffnet die Schleusentore. Oh, und vergesst nicht... Die Geister der Finsternis befinden sich in einer finsteren Kluft. Man nennt sie den Abgrund. Doch einfache Sterbliche haben im Abgrund keine Chance. Obwohl der Ritter Artorias vor langer Zeit den Abgrund querte. Ich habe keine Ahnung, wovon der da redet. Wenn ihr ihn finden und von ihm lernen könntet, ließe sich der Abgrund vielleicht überwinden. Haben wir schon mal von einem Artorias gehört? Ich kenne den gar nicht. Er sagt mir gar nichts. Kann ich hier durch irgendwie? Da unten ist nämlich Loot. Oder? Nee, das ist eine Flamme. Nee, doch, das ist Loot. Ich will Loot. Ich will ran. Ich will ran, mein Loot. Das ist Loa. Loa, Ginger. Also der letzte Boss sind vier Könige. Oh, hier kann ich runter. Oh, da, von da komme ich. Ach, das ist ein DLC-Boss. Oh, cool. Okay, ich kann da nicht. Ich kann da nicht runter. Ich weiß zumindest nicht, wie. Wahrscheinlich komme ich irgendwie anders dahin. Aber so erstmal nicht. So leider erstmal nicht. Du hast im letzten Stream seinen Doggo getötet. Oh. Aber das heißt nicht, dass ich ihn gesehen habe, ne? Also, aber, ja. Ich habe seinen Doggo getötet. Der Arme. Der Arme. Oh nein. Haben wir jetzt alles, was wir brauchen? Kann ich jetzt wieder hier weg? Kann ich den Heimkehrknochen benutzen? Oder wie ist das? Oder gibt es hier noch ein besonderes, cooles Item, das ich unbedingt brauche? Kam ich von hier? Ach, da unten bin ich noch gar nicht lang gegangen, ne? Die Schwarzritter-Hellebarde. Ach, in dem Gebiet gibt es noch einen Boss. Oh. Wie komme ich denn da hin? Olle, nö, ich will da nicht irgendwo runterspringen. Ich hasse das. Wie wäre ein Stream mit Tom und Ginger? Wir haben früher ganz viel zusammen gestreamt. Jetzt gerade haben wir einfach nicht so wirklich ein... also in meinem Stream, meine ich. Ich bin jede Woche oder... Ja, jetzt nicht mehr. Aber ich war vor ein paar Wochen über ein Jahr lang jede Woche mit Tom in seinem Stream. Und hab mit ihm zusammen gestreamt. Jetzt gerade haben wir damit aufgehört, damit ich auch ein bisschen mehr Zeit habe. Und weil Shinichi auch gerade... Ach, ich kann auch einfach hier lang. Ja, lul. Shinichi auch gerade keine Zeit hat. Für Streams. Irgendwie, da ist jemand gestorben. Ich glaube, da ist irgendwas Böses. So, dann benutze ich das nochmal. Dem Boss gäbe es hier noch ein sehr attraktives Item. Oh, echt. Attraktive Items, da bin ich dabei. So, hier kommen jetzt bestimmt noch Geister. Hier war ich noch nicht. Ich sehe halt keine Geister. Oh, da kommen wir zum Loot.
Da oben. Okay, warte, dann gehe ich da mal hin. Ich bin dabei, du bist dabei. Also ganz ehrlich, ne? Hier komme ich auch nicht mehr hoch, wenn ich da runterspringe. Da ist doch, da kommen doch jetzt richtig viele Gegner oder so, die mich hier runterschmeißen. Nein? Okay, es war aber auch kein so nices Item. So. Hallo? Oh, hier geht's hier hoch? Okay, da geht's irgendwie noch hoch, aber auch runter. Soll ich erst hoch oder erst runter? Bin verunsichert. Hallo? Was ist denn? Oh. Sorry, ich musste niesen. Huch. Scheiße. Danke für die Gesundheit. Oh. Hä, sind hier gar keine Geister mehr jetzt? Irgendwie kommen keine neue. Keine neuen Geister. Ich traue Dark Souls nicht. Großer Pfeil und Kompositbogen. Cool. Cuter Nisa. Ja, danke. Ich kann mir das nicht aussuchen. Manchmal klinge ich wie ein Walross und manchmal klinge ich anscheinend niedlich. Das ist immer, kommt so drauf an. Oh, ich sag da mal gute Nacht. Schlaf gut, träum was Wundervolles, Gimli. Wunderschöne gute Nacht wünsche ich dir. Ah, wie, Vorrichtung bewegt sich nicht. So ein Dreck. Ich glaube, wenn ich da runterspringe, sterbe ich. Ich bin mir nicht sicher. Ah, jetzt komme ich hier runter. Niedliches Walross? Ne, es gibt also dann nie sich. Also kein, nicht wie ein niedliches Walross. Okay, ich drehe das jetzt. Was passiert? Oh, eine Cutscene. Oh, das ist Wasser. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Strahl? Okay, das ist Wasser. Weg mit dem Wasser. Ertrinke ich jetzt auch endlich nicht mehr? Oh! Das ist hier! Das kennen wir. Da sind diese Drachis. Ah! Okay. Nee, wenn wir runterspringen, sterbe ich, glaube ich, jetzt, denn das sieht sehr tief aus. Ja, da sind auch schon rote Pfützen. Ich glaube, hier haben ein paar Leute versucht, runterzuspringen. außenrum ist, glaube ich, besser. Kann ich das jetzt bewegen? Ach, jetzt kann ich es auch. Oder wir nehmen den Fahrstuhl conveniently hier, ne? Wir können natürlich auch einfach den Fahrstuhl nehmen. Dark Souls 1, die Dark Souls 1 2 ist so schön zusammenhängend. Echt? Ist das in Dark Souls 3 dann nicht mehr so? Ich finde das eigentlich auch voll schön, dass man dann auch merkt, oh, okay, ja, hier. Hier weiß ich wieder, wo ich bin. Oh, ich hoffe, die Drachen, die kämpfen jetzt nicht mit mir. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Oh, toll. Berge aus Leichen. Mm. Die sind schon alle so zu einer Masse verschmolzen. Geil. Nice. Anuras, ah! Danke für dein Subgift. Dankeschön. Verzweiflung? Wer bist du? Was ist das? Du hast ja ein schwarzes Loch. Was zur Hölle? Hat er meine Seelen gegessen? Bin ich jetzt One-Hit? Warum gibt's jetzt Schinken? Ich bin... Oh my fucking...
Was war das? Finsterhand? Was? Was zur Hölle? Dag Alucard, danke für deinen Schinken. Ich hau mich mal weg für heute. Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die 6,66 Euro. Dankeschön. Die Finsterhand ist eine coole Waffe. Oh. Oh, wenn ich eine Humanity-Encounter hätte, hätte ich jetzt... Ah, der hat mir die Menschlichkeit entzogen. Du merkst jetzt erst das Panzer als Avatar-Symbol. Ja, Dreadlow, je mehr Bits du spendest, desto schönere Panties gibt es. Desto schönere Panties gibt es. Nagato Kaneki, danke für ein halbes Jahr. Oh Leute, oh nein. Oh nein. Ich wünsch dir ganz viel, dass du da gut durchkommst und dich gut erholst. Nagato Kaneki. Zum Glück gab es deinen ersten Lohn. Ja, das Panzu war es wert, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich könnte ja vielleicht auch... Nayami, bist du eigentlich noch da? Ich könnte ja vielleicht auch mal mit Nayami brainstormen wegen neuen Sub-Badges. Ich will jetzt schon ewig neue Sub-Badges. Und ich finde, ich liebe einfach Nayamis Emotes und Sub. Ich mag sowieso alles, was Nayami zeichnet, ehrlich gesagt. Habe ich einen kleinen Artist-Crush. und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen brainstormen. Ich liebe halt Nayamis Pfirsich mit den Panties an. Die sind schon sehr cool. Aber da müssen wir gucken. German Artist Crush. Yeah. That's like a streamer illness. An illness to use a lot of English words. English! Yeah! Artist Crush kenne ich. Ja, Mann. Also manchmal dann verliebt man sich einfach in so einen Zeichenstil oder so. Von einem gewissen Artist. Wäre Doom was für deinen Stream? I don't think so. Ich glaube nicht. Anuras, jetzt hau ich auch wirklich ab. Mann, Anuras, bis Ständchen. Danke fürs dabei sein. War super, super schön. Danke auch für die, dass du so aktiv im Chat warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Was ist denn hier alles? Ich trinke mal lieber einen. Oh. Den Scoochan-Stil. Scoochan. Das ist ja noch so ein Irrer! Also gegen den kämpfe ich lieber draußen. Oh, da ist ja noch so einer. Oh Gott. Komm her. Kommt der mit bis hier draußen oder kehrt er jetzt um? Ich weiß nicht, was dieses Schild macht, aber ich glaube nicht, dass es was Gutes ist. Oh, 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 oh. Ich kann die auf jeden Fall ganz okay töten. Das wird noch unangenehm, das Gebiet hier. Ja, wenigstens habe ich jetzt ein paar Abkürzungen. Oh, ist hier ein Boss? Schwäche abwehren. Seltsames Wesen. Abwehren, sagst du? Was sagt das? Dickwanst. Oh. Ah. Kein Boss! Aber seltsames Wesen. Okay. Okay, sagen viele kein Boss, also machen wir auch keine Wette. Oh, tatsächlich nein. Oder? Sieht voll nicht so aus. Was machst du denn jetzt wieder hier?
Ich dachte, jetzt kommt hier was Vernünftiges und dann läufst du mir wieder über den Weg. Keine Ausdauer mehr. Raurus! Ich hasse dein Schild. Raurus, danke schön. Vielen lieben Dank für 4 Monate. Danke für deinen Resub. Hi! Würdest du im Stream auf Anime-Memes und... Oh, ich glaube, bei Anime-Memes verstehe ich nichts. Ich bin sowieso jemand, ich finde Memes angucken super anstrengend. Und gerade, ich glaube, bei Anime-Memes, da verstehe ich die Hälfte nicht, weil ich da nicht drin bin. Was bist du? Was zur Hölle? Jetzt bin ich verschleimt. Ah! Nein, jetzt ist da noch so ein... Oh, der Schleim, der zieht mir... Der zieht mir dauerhaft Leben ab. Leute, ich glaube, das war's jetzt. Was? Bitte was? Der Schleimeffekt, der geht nicht wieder weg, oder? Wird unangenehm. Oh Mann, ey. Was ein Scheiß. Leute, ich war heute noch nicht pinkeln. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum immer noch mehr Zuschauer dazu kommen. Wir sind jetzt bei 660. Warum? Warum? Gestern beim Special Stream waren wir bei 700 oder so um den Dreh. Und jetzt machen wir einen ganz normalen Dark Souls Stream. Warum sind so viele Menschen hier? Oh, das macht mich nervös. Aber ich muss echt mal aufs Klo langsam. Also auch wenn ich nervös bin und euch unterhalten will und so. Ich muss wirklich mal fucking Pipi machen. Wenn du jetzt schiffen gehst, instant new viewer. Hä, was? Wie? Dark Souls is life, Dark Souls is love. Okay, na gut, wenn ihr das sagt. Na dann! Okay, dann gehe ich mal ganz kurz Pipi machen. I'm sorry, tut mir echt leid. So, bis gleich! Bis gleich! Bis gleich, sorry. Ich muss kurz meine Blase leeren. Bis gleich. Thank you.
Okay, Leute. Hi, ich bin nicht ins Klo gefallen. Hallo, ich sorry für alle, die ich jetzt erschrecke. Ich bin nicht ins Klo gefallen, aber ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Dann werde ich wieder erneut. Ich weiß, das wird viel diskutiert, weil ich eine sehr viel diskutierte Frage aufwerfen und mit euch ein wenig ein wenig über dieses Thema diskutieren. Ich werde neue Grenzen austesten bei euch. Aber dafür müsst ihr mir noch ein bisschen Zeit geben. Ich bin so, ich denke mal, so höchstens 3 Minuten oder so bin ich wieder da. Ja, bis gleich. Hallo, meine lieben Zuschauer. Ich bin wieder da und ich bin nicht nur einfach so wieder da. Ich werde ein wirklich äußerst heiß besprochenes Thema wieder aufbringen. Ich habe nämlich ein Nutella-Brötchen mir geholt und das werde ich mir einverleiben. Nun ist die. Das sagst du nicht. Nun ist die Frage. Mit oder ohne Butter? Ich habe es mit Butter. Ihr könnt mich jetzt alle deabonnieren oder alle abonnieren. Je nachdem. Ah, cool. Mit Butter, wie pervers ist das denn? Ich finde das super lecker. Das schmeckt voll gut. Ich finde das super. Nutella mit oder ohne Butter? Ja, stimmt mal ab, Leute. Mit oder ohne Butter, stimmt ab. Ja, ich esse auch manchmal ohne Butter. Aber mit schmeckt es halt besser. Oh Gott. Oh Gott. Mauzi, Mauz, du schenkst jetzt keine Abos, weil ich
weil ich Nutella mit Butter esse, oder? Please no! No! Oh mein Gott. Dankeschön. Dankeschön. Nee, ich mag auch beides. Aber es schmeckt mit Butter wirklich gut. Es schmeckt wirklich lecker damit. Ich esse ohne Butter, aber ich hasse Menschen nicht, die mitessen. Ich weiß nicht, manche sind da mit Quark. Obwohl, mit Quark könnte auch schmecken. Ist aber, glaube ich, nicht so meins. Nutella mit Quark ist okay. Herzhafte Schicht, Buddha. Ist doch dasselbe Thema wie das Popcorn-Thema. Das ist super wichtig, ja? Das muss. Pizza Hawaii. Ich mag Pizza Hawaii. Ich liebe Pizza Hawaii. Was? Ohne Butter hat gewonnen? Was? Direkt in die Luke rein. Was zur Hölle? Ganz ehrlich, nee, Eistee Pfirsich oder Eistee Zitrone kann ich nicht mitreden, weil ich beides nicht getrunken habe. Ich bin halt einfach Wassertrinker. By the way, Red Jordan, ne? Danke für die Bits. Danke, danke. So, ich esse übrigens gerade mein Brot. Deswegen, ich bin extrem hungrig, sonst halte ich den Stream nicht mehr aus. Ich würde gerne noch einen Boss heute machen. Oder zumindest versuchen. Oder dahin kommen zum Boss zumindest. Und deswegen esse ich jetzt kurz was. Sorry, deswegen. Hm. Du hast die Büchse der Pandora. Ja, ich merke schon. Chat ist gerade richtig am Abgehen. Wisst ihr, es gibt ja so einen Zusammenschnitt von Gronkh, wo er eine Pizza Hawaii probiert und merkt, dass sie nicht schlecht schmeckt. Wo er immer gesagt hat, bah, und es dann probiert und merkt, dass es gar nicht schlecht schmeckt. Und das Lustige daran ist nicht, dass er so widerwillig, also ist auch lustig, aber das Lustigste daran ist nicht, dass er widerwillig erkennt, dass es schmeckt, sondern die Leute, die in den Kommentaren darunter auf YouTube sich bekriegen und aber so richtig ernsthaft. Also nicht mal nur so aus Spaß, sondern sich richtig hart bekriegen, wie er nicht zu seinem Wort stehen kann und dass er jetzt nur einknickt, um vernünftig hier, ne, um seinen Zuschauern einen Gefallen zu tun und was weiß ich und sowas. Ich dachte so, was zur Hölle? Der hat geschauspielert. Ja, bestimmt. Pizza Hawaii ist doch nur ein großer Hawaii-Toast. Ja schon, das hat Gronkh auch gesagt. Der meinte, schmeckt wie Pizza, schmeckt wie Hawaii-Toast. Ich mag Hawaii-Toast. Also mag ich auch Pizza Hawaii.
Okay, wenn du auch keinen Hawaii-Toast magst, dann magst du es wirklich nicht, glaube ich. Okay, Leute, ich bin gleich fertig. Wir machen gleich weiter. Okay. So. Egal welche Frucht die haben, nicht warm zu sein. Das sehe ich nicht so. Ich liebe Blaubeermuffins oder so, wo die Blaubeeren noch warm sind. Das schmeckt so fucking geil, wenn die so zerlaufen im Muffin. Oder wenn ich so Amaretta in der Pfanne mache und dann Äpfel anbrate oder so. Auch mega lecker. Nee. Warme Früchte sind allgemein lecker. Also nicht alle, aber wenn du es richtig machst. Apfelkuchen an sich, genau, Apfelkuchen an sich ist ja auch warm. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, so genug. Dann wechseln wir jetzt mal wieder in den Gaming Screen. Denn ich bin fertig mit Essen. Boah. Hi. So, dann gehe ich mal auch wieder rein hier. Ist die Lautstärke okay so? Oder soll ich lauter machen? Ich glaube, der Game Sound kann ein bisschen lauter, oder? Moment. Mach mal ein ganz kleines bisschen lauter. So. Dass man auch was hört. So. Oh, Essenspause vorbei. Weiter mit Qual Souls. Was war denn das für einer? Fashion Souls richtig durchgespielt, ey. So, fucking hell. Jetzt ist etwas zu laut. Oh, shit. Shit, sorry. Dann war ich... Habe ich mich doch vertan. Ah, so. Oh, heiße Kirschen sind auch so lecker. Auf Waffeln. So heiße Kirschen auf Waffeln. Oh mein Gott. Ich will immer noch mit Tom einmal Waffeln essen gehen. Ich hoffe, es gibt in Leipzig ein gutes Waffelgeschäft. Ich liebe Waffeln. Waffeln, Waffeln, Waffeln. Oh. Lecker, lecker. Ich könnte auch selbst Waffeln backen. Aber ich mag essen gehen gern. Also ich gehe gern essen. Ich bin jetzt aber wirklich raus. Danke für die paar tollen Momente. Komme jetzt definitiv öfter rum, feuere dich beim Geisterhunten an. Dankeschön. Ah, ich hoffe, ich komme jetzt schneller hier durch. Mensch. Alles. Ich hoffe, alles ist richtig, wenn ich das so sage. Hör auf, Lars. Ich bin hier gerade am Sprechen. Ah! Alles, gute Nacht dir. Und schön, dass du dabei warst. Freut mich sehr, dass dir der Stream so gefällt. Das freut mich. Sicher, dass du nüchtern... Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir sehr sicher. Also mittlerweile schon. Auf jeden Fall. Oh, 3 Stunden sind rum. Oh, ich habe gerade was getrunken. Aber dann werde ich jetzt doppelt gesammelt. Schlucken! 3 Stunden, Leute. Oh, bei uns in der Schule wurden in den Pausen oft Waffeln verkauft. Ja, das war bei uns auch so. Ach so, am Hixen. Ja, manchmal. Ich habe gerade Wasser getrunken und dann hixe ich. Dann hixe ich manchmal. Der eine Fahrstuhl müsste jetzt aktiv sein, neben dem Fistraum. Da war ein Fahrstuhl? Neben dem Fistraum? Okay, ich soll wieder zum Fistraum, ja? Okay, okay. Oh, das sieht jetzt so richtig tief aus hier. Ja, okay. Habe ich irgendwas vergessen? Auf jeden Fall Lars. Sorry. Ich meine das natürlich nicht ernst. Lars, dankeschön für 35 Monate. Dankeschön. Und auf Tier 3 auch noch. Du, Olla.
Du fucking Olla. Dankeschön. Mir fällt gerade auf, ich habe ganz schön viele Seelen verloren, glaube ich. Aua, da begrabbelt die mich einfach. Das geht nicht. Kann ich jetzt da hin oder... Also was passiert hier dann? Irgendwie sieht das nicht so aus, als sollte ich hier sein. Ja. Das ist ein Shortcut, da runter zu springen? Oder wie? Ich sehe nichts, das ist so dunkel hier. Ich sehe nichts. Okay. Huta. Huta. Das ist okay. Aber danke, dass du hier warst. Oder hier, ne, in den Chat geschreibelt hast. Aber jetzt kann ich so hier jetzt rüber. Aua, Alter, Mann. Oh Gott. Wie komme ich denn am schnellsten wieder zurück, wo ich da gerade war? Neben dem Fistraum ist ein Fahrstuhl. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Mike Großhoft, Mike! Dankeschön für 18 Monate. Dankeschön. Viel Glück beim Sterben, Boss schaffen. Dankeschön. Ach, hier ist tatsächlich ein Links. Ah. Oh, die haben richtig schön gedroppt hier. Also jetzt habe ich wirklich keine Fluchprobleme mehr. Ist schön, kuschelig hier. Kuschel, wuschel, wuschel, wuschel. Nee, ernsthaft. Also ganz ehrlich, Leute, ne? Mich freut das so krass. Mich freut das so krass, dass so viele Leute hier sind in meinem Stream und gerade zugucken. Bei einem Casual-Stream. Das lässt mein Herz höher schlagen. Weiß ich nicht. Oh, bin ich wieder hier? Wo bin ich? Ich bin hinter dem Dude. Ich bin hinter dem. Oh, lol. Kann ich ihn töten hier? Nein, lass mich doch bitte. Ach du Heilige, sind hier viele von denen. Also ich glaube, zwei gleichzeitig kann ich nicht bekämpfen. Also kann ich schon. Fuck. Bleibt der Dicke tot? Nee, ne? Och Mann. Also, um jetzt mal über meine Hassgebiete in Dark Souls zu sprechen bisher. An oberster Stelle ist immer noch als Hassgebiet gerade mein an oberster Stelle ist mein Hassgebiet immer noch hier Schandstadt. Moneys. Nimm mein Geld. Nein! Nein! Mann, danke schön für die 5 Euro. Oh, danke, danke, danke. Ja, Schandstadt. Danach, da wo diese Riesenratte war. In dieser Kanalisation da. Das fand ich ekelhaft da. Und jetzt dieses Gebiet an dritter Stelle. Also von das Schlimmste, Schandstadt, und dann weniger Schlimmste hier jetzt, ne? Untiefen hieß das auch, echt? Sound? Ja, ich bin rausgetappt. Aurora, dankeschön! Dankeschön für 2 Monate. Dankeschön. Für dein Resub. So. In die zweiten Katakomben. Kenne ich die schon? Ich weiß es nicht. Mehrere Gegner sind in Dark Souls nicht so pralle. Sind meistens nicht so gut, weil dann ist halt alles so unkontrolliert, ne? Das ist halt immer scheiße. Dein Content ist ganz nett und Dark Souls ist immer gut. Also warum die Frage?
Ja, weiß ich nicht. Na, ihr sagt das so, aber das ist echt krass. Also für mich bedeutet das echt viel. Um coolen Leuten zuzuschauen, wie sie sterben. Okay, damit kann ich leben. Okay. So, dann wieder rein hier und weiter. Gute Nacht an alle, die jetzt gehen. Die jetzt schlafen gehen. So lange will ich halt auch nicht mehr machen, aber ich will zumindest beim Boss ankommen heute. Ich will zumindest beim Boss ankommen, dass ich was geschafft habe, weißt du? Cool, ich lucke mal. So ist Drex. Hallo. Lurkity Lurk Lurk, hallo. Schön, dich hier zu sehen. Hi. Was ist ein PVM? Tut mir leid, ich bin unwissend. Ich bin ein Unwissendes. Discovery, warum darfst du nicht schlafen? Wenn du müde bist, dann musst du schlafen gehen. Smash zockt erstmal 5 Euro gespendet und jetzt auch noch hier am Giften. Dankeschön. Dankeschön, Leute. Und ich sehe auch gerade, wir haben 52.700 Follows voll gemacht gerade. Holy fucking shit. Man schaut Streams halt wegen dem Streamer und selten wegen dem Spiel. Nicht immer, aber es wird immer öfter so. Das stimmt. Also der Trend geht dahin, dass man halt auch einfach nur, weil der Streamer, wenn der Streamer das Spiel halt gut rüberbringt, dann ist es trotzdem unterhaltsam. Oder kann es unterhaltsam sein. Dann müssen wir mal gucken. Mr. Otaku Incubus, hi! Wer bist du? Warum kommt jemand in meinen Stream und schreibt, wer bist du? Keine Ahnung, Mann. Ich bin Ginger, I guess. Wer bin ich? Ach, so Mistrix, alles gut. Entspann dich hier ruhig. Hallo, ich bin der Heinz. Ich bin der Heinz. Ich bin ein Heinz mit Gelüsten. Ich bin ein Heinz mit Brüsten. Könntest du aufhören, Geister zu treten? Das ist nicht nett. Sorry, es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, dir... Ich habe das Gefühl, wenn das jemand... Oh! Wenn das jemand klippen sollte, ist das wieder irgendwas, was in random Compilations landet. Ich bin ein Heinz mit Brust. So, okay. Genau, schönen Tag, genau. Aqua's best girl. Dankeschön für 8 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, ich... Heilisiere mich mal und dann gehe ich wieder runter. Die Sache ist, wie bekämpfe ich denn die 2 Spaten am Anfang? Naja, Deuronis, aber ich habe ja auch gesagt, dass es nicht immer so ist, habe ich ja gerade gesagt, aber der Trend geht in die Richtung. Aber wenn du halt irgendwas an dem Streamer findest, was halt so interessant ist, dass dir das Spiel egal ist, dann guckst du es ja auch trotzdem. Deswegen, der Trend geht da halt sehr stark hin. Alter, an Army! Danke! Oh, mich juckt es, sorry, ich muss mich kurz kratzen. So, an Army, danke für 100 Bits, dankeschön. Das Vieh bleibt echt tot! Oh lol, was habe ich denn da getötet? Ich wollte nochmal sagen, dass ich deine Streams und deine YouTube-Videos mega feier. Wie viele Tode machst du bis zum Ende von Dark Souls voll? Ich glaube, das kann ich nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie... Also ich denke, 200 Tode könnten wir schon noch erreichen. Wie viele haben wir denn gerade? Aber so... Es kommt darauf an, ob ich jetzt noch wirklich die DLCs mache oder wie schwer auch der Boss ist, der am Ende noch kommt. Ich weiß es nämlich nicht. Was allerdings eher der Fall ist, I guess, dass man Streamer über die Spiele findet, die sie spielen. Oh, wer spielt denn da Dark Souls? Oh, ich guck mal rein. Oh, der ist sympathisch. Ja, auf Twitch ist das
Oh, die stehen in diesen Dingern da dran, okay. Nee, hier steht keiner drin, aber da hinten. Wie soll ich das sagen? Wenn irgendein Spiel gerade im Trend ist, kann, oder einfach gerade gut gelistet ist, dann hast du Glück, dass dass Leute halt viel in dieses Spiel sehen wollen und dich dann deswegen finden, weil du halt gerade ein sehr populäres Spiel spielst. Deswegen, wenn irgendwas im Hype ist, spielt das ja auch, spielen das ja auch öfters mehr Leute. Manche in der Hoffnung, um halt, oh Gott, als ob er mich auch dadurch trifft. Da schummelt der. Der schummelt genauso wie ich, das ist ja ekelhaft. Kommt er raus jetzt? Das fände ich besser. Scheiße, das war wieder knapp. Fuck. Aber ich schaue nie Sachen, die ich kenne bzw. selbst gespielt habe, wie Zelda zum Beispiel. Na, no. Ach da, Kriku, dankeschön. Dankeschön. Nee, TikTok ist noch nicht tot, Leute. Die Sache ist, als ich angefangen habe mit TikTok, habe ich immer alle 2 bis 3 Wochen was hochgeladen. Wenn ich das halt jetzt mal mache, mittlerweile denken alle, ich bin tot. Also der Kanal ist tot. Früher habe ich halt immer so einmal pro Monat, so alle 2, 3, 4 Wochen was hochgeladen. Wenn ich das mittlerweile mache, selbst nach einer Woche, wenn ich nichts mehr hochlade, denken Leute schon, ich bin tot auf TikTok. Das ist echt immer ein bisschen krass. Da ist man ein ganz anderes, ganz anderen Output gewöhnt. Da eigentlich, also normaler Creator auf TikTok sollte jeden Tag ein Video hochladen. Die sind halt nicht so aufwendig wie ein YouTube-Video. Ich mache sie ja trotzdem immer relativ aufwendig. Deswegen... Ah ja, aber deswegen, selbst wenn es... Fuck. Oh Gott. Selbst wenn es weniger, also... weniger aufwendige Videos sind, sollte man jeden Tag eins hochladen. Aber da bin ich nicht so gut im Game drin, was das angeht. Habe ich eigentlich meine Seelen wieder bekommen? Oder verrotten die hier? War hier nicht noch ein Dritter? Alter, jetzt habe ich wirklich viele Seelen. Ja, Ferle, das ist wie gesagt nur auf Twitch eigentlich eher so der Fall. Hier ist ja wirklich ein Dritter, ich hatte recht. Mann, der ist echt schnell. Zum Glück mache ich den Blutungsschaden, dann fallen die immer so ein bisschen zurück. Die geben dauernd graue Brocken. Voll nice eigentlich. Musste Heinz klippen. Dankeschön. Kommt bestimmt wieder in irgendeine Compilation rein. Ich rieche das. Wow, ja, God Milky will wieder, dass ich schlucke. God Milky, für dich schlucke ich gerne. Schlucken, ja! Mhm. Wofür sind die Seelen? Zum Aufleveln oder Dinge kaufen. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Oh, das macht mich nervös hier alles. Ist hier irgendwas, was auf mich, was mich verfolgt? Was auf mich zuläuft? Da macht irgendwas immer so Geräusche. Was ist das? Wir haben 666 Zuschauer. Ist das so? Gruselig. Das Game sieht wunderschön aus. Ah, na, das muss ich jetzt... Weiß nicht, ob das wunderschön aussieht. Nein, warum drehe ich mich um? Ich Spaten. Zum Glück noch genug Ausdauer zum Wegräumen. Oh, dieses Plätschern hier geht mir auf den Sack. In der Beschreibung steht, du bist Synchronsprecherin. Hobbymäßig, ja. Ich mache hobbymäßig Synchronsprecherin.
Falls du die YouTuberin Lina Flair kennst, da habe ich mitgesprochen. In ein paar Videos. Falls du Freakso MC kennst, da habe ich auch in ein paar Dubs mitgesprochen. War das hier? Nebelwand? Geheimnis. Geht's hier zu einem Boss, weil da wegen Nebel... Echt Freakso? Yes. Just Ketchup Animation habe ich ein paar Mal mitgesprochen. Wow! Wow! Eisbambi! Wow. Dankeschön für 3 Monate! Danke, danke, danke! Für deinen Race-Up. Oh Leute, es tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass der nächste Weg zum Boss hin... Ist da wieder so ein Schwabbel? Och nö. Da ist da einfach... Nein! Jetzt ist da ein Geist und so ein Wichser! Ich krieg die Krise. Ich krieg die fucking Krise. Ich krieg die... Bitte stirb einfach. Ich bin so greedy, ich will ihn einfach tot haben. Sorry. Oh, das Ketchup Animation kenne ich. Schön, nice. Ich habe nicht, ich glaube nur in 2 Dubs oder so mitgemacht. Du kannst auf meine... in meiner YouTube-Playlist sehen, wo ich gesprochen... Ich habe nicht alles verlinkt, ist mir aufgefallen. Und viele Dinge sind wieder gelöscht worden. Leider. Wo ist denn jetzt der Scheißgeist? Hier, hier. Wir verrecken. Ja, da sind noch mehr. In der fucking Wand drin. Sorry, da werde ich gerade ein bisschen werde ich gerade ein bisschen beleidigend. Ja. Oh, ich dachte, das ist schon wieder ein Geist. Wenn Leute Twitch nicht sehen können, welches Spiel man spielt, sogar auf Mobile steht die Kategorie gut sichtbar da. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich benutze Mobile nicht so viel. Ich kann mir vorstellen, dass es da nicht so sichtbar ist. Oder ansonsten, Leute lesen halt einfach nicht. Oh, ist der schon am Kotzen? Oh, geil. Jetzt hat er 2 von denen. Das ist nicht so gut. Jetzt muss ich ja noch Kniebeugen machen. Hero Zero! Ja! Dankeschön für deine... Ich wisst ihr, kann ich einfach weiter hier? Nee, ich glaube, da sterbe ich. Deinen wunderschnaftigen Sub bekommen wir den Ginger Ninjas. Und da muss ich wohl doch noch einmal... Juhu! Juhu, was kommt denn da aus deinem Mund raus? Bah! Okay, jetzt kotzt er, glaube ich. Nee, jetzt kommen auch schon diese Dinger da, die explodieren. Ist er kurz despawned und wieder gespawnt? Nein, er hat mich Er hat mich nicht getroffen. Lol. War das mit dem Bespucken, wie man das weg... Wie ich... Wie ich dem ausweichen kann, weiß ich nicht. Spucki. Mach Spucki, Lucky. Also das Speerding ist schon ziemlich disgusting, wie es da rausfährt. Oh Gott. Ach du Heilige. Echt? Hat Twitch einen Bug, dass man dann 2 Emotes abschickt? Die Sache ist, 2 sind jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja jetzt noch auch kein Spam und so. Ach, da hinten stehen die noch, die beiden schönen. Sind hier sonst noch irgendwelche Gegner, vor denen ich Angst haben muss? Ach ja, ein schöner Geist. Komm du halt auch noch. Ach, und der Typ. Ich krieg die Krise. Ich gehe wirklich was. Ich gehe mich erhängen so. Alter, geht mir das auf die Nerven mit den Dudes. Ich
hoffe, wenn ich das große Vieh jetzt erledigt habe, dass ich später hier nur noch durchrennen muss. Der ist so schnell. Ich krieg's nicht hin, keinen Damage zu kriegen. Ich bin vielleicht auch zu greedy. Ich weiß es nicht. Oh. Oi, oi, oi. Ja. Oh. Jetzt habe ich zumindest vergleichsweise wenig Schaden eingesteckt, aber... Reverse Schwertschlucker. Ich freue mich, wenn du beim Boss bist. Ich habe nicht gesehen, dass er da sich hinplatziert hat mittlerweile. Scheiße. Fuck. Stream? Oh nein, ist der Stream tot? Oh. Stream RIP. No. Der Stream ist tot. Das Internet weg.